Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Es ist 7:05. Willkommen im Taz-Café an einem schönen Dienstagabend. Noch brodelt die Kaffeemaschine, aber das wird dann sicherlich auch gleich zu Ende gehen, weil alle hier sitzen und keinen Kaffee mehr trinken wollen, sondern zuhören, was wir heute Abend hier machen. Es geht um die große Frage Mietenpolitik in Berlin. Immer ein spannendes Thema. So spannend, dass sich im letztes Jahr, Mieteninitiativen, also seit vielen Jahren schon Mieteninitiativen auf die Straße wagen und verschiedene Initiativen ergriffen haben, insbesondere eben den sogenannten Mietenvolksentscheid der in der ersten Stufe so erfolgreich war, dass nicht nur die üblichen genötigten 20.000 Unterschriften zusammenkamen, sondern insgesamt waren es 48.000, glaube ich. Es kamen noch mehr, genau. Und dann doch einen überraschenden Ausgang genommen hat, weil nämlich die Politik sich tatsächlich mal ein wenig auf die Hinterbeine gestellt hat und nachdem sie das anfangs eher kritisch gesehen hat, ein eigenes Gesetz auf den Weg gebracht hat, das nun am 12. November, also nächste Woche, im Abgeordnetenhaus beschlossen werden soll und dann auch schon ab Anfang 2016 gelten soll und wo die Presse zumindest und viele gesagt haben, ja, das ist der Kompromiss zwischen der Mietenvolksentscheidsinitiative und dem Berliner Senat. Und damit ist alles gut und damit könnten wir eigentlich diese Veranstaltung beenden, weil die Mietenpolitik ja jetzt für alle Zeiten wunderbar gelöst ist. Wenn es so wäre, könnten wir tatsächlich jetzt nach Hause gehen. Ich befürchte, es ist nicht ganz so. Und deshalb gibt es heute Abend diese Diskussionsveranstaltung. Eingeladen hat nicht die Taz, sondern die Grünen, der Landesverband der Grünen, die hier auch vertreten sind mit Daniel Wesner, dem Landesvorsitzenden der Partei, die bei der Berliner Abgeordnetenhauswahl auf jeden Fall vorne sein wird, zumindest was die Zahl der Spitzenkandidaten angeht. Er ist nämlich einer von vieren, die sie aufgestellt haben für die Wahl im September. Daniel Wesner, schönen guten Abend. Dann haben wir zur Linken Ulrike Hamann, die vertritt quasi das breite Spektrum der Mieteninitiativen hier heute Abend auf dem Podium, ist selber Anwohnerin am Kottbusser Tor und damit von entsprechenden Mietenentwicklungen, insbesondere im sozialen Wohnungsbau, landeseigenen Wohnungsbau etc. betroffen und hat vor einigen Jahren die Initiative Kotti und Co. mitgegründet, mitinitiiert, die da am Kottbusser Tor auch diese Holzhütte inzwischen aufgebaut hat als ständiges Mietentreffpunkt, Anlaufstelle, Getsche Kondu, wo verschiedene Veranstaltungen etc. stattfinden und war eben auch federführend mit dabei bei der Mietenvolksentscheidsinitiative. Und zu meiner Rechten, Engelbert Lüttke-Daltrup ist Staatssekretär für Bauen und Wohnen in der Berliner Landesregierung, also im Senat. In diesem Falle die rechte Hand von dem Stadtentwicklungssenator Andreas Geisel. Herr Lüttke-Daltrup macht das seit März 2014, aufgeschrieben seit vielen, 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 vielen Jahren in der Stadtentwicklungspolitik als ausgebildeter, studierter Stadtplaner, Raumplaner, war er auch schon mal Staatssekretär noch eine Ecke höher, nämlich im Bundesbauministerium, damals unter der SPD-Führung Wolfgang Tiefensee, auch schon ein paar Jahre wieder her. Und er wird uns erklären, welche Position der Berliner Senat da heute hat. Drei Sachen noch zu mir selbst. Mein Name ist Gerion Asmuth. Ich bin leitender Redakteur bei der Taz hier im Hause und mache normalerweise, nachdem ich jahrelang die Berlin-Redaktion gemacht habe und mich mit Mietenpolitik beschäftigt habe, inzwischen eher sowas wie Titelseiten und Weltpolitik. Aber auch da spielt die Mietenfrage immer wieder eine große Rolle. Wie kommen wir in diese Diskussion rein? Das ist ein komplexes Thema. Ich habe mir überlegt, wir fangen einfach nochmal ganz kurz an und sagen, was wollte eigentlich genau der Mietenvolksentscheid und versuchen das dann, so das möglich ist in der ganzen Komplexität, abzugleichen mit dem, was der Berliner Senat, also die Große Koalition, jetzt als Gesetz eingebracht hat und ob das jetzt eigentlich wirklich der große Wurf ist, das ist ja die Frage heute Abend, oder ob es noch lange nicht reicht und wer da wen über den Tisch gezogen hat und so weiter. Ich dachte, ich fange an mit Ulrike Hamann, weil die Mieterinitiative, die Mieter waren die Ersten, die angefangen haben, die tatsächlich hier mal ein bisschen Dampf gemacht haben in der Stadt. Und wenn ich es richtig verstanden habe, lässt sich eigentlich die ursprüngliche Initiative auf im Wesentlichen drei Punkte zusammenfassen. Das ist erstens eine bessere finanzielle Unterstützung durch das Land Berlin für sozial schwache Mieter, wie man immer sagt, also Leute, die wirklich richtig wenig Geld haben.
Also für den aktuellen Bestand. Und das zweite ist das große Thema, ein Wohnraumförderfonds, mit dem finanziert werden soll, dauerhaft günstiger und bleibender Wohnraum, um die Mietensituation zu entschärfen. Und das dritte war, um das auch nachhaltig zu machen, auf allen möglichen Ebenen, insbesondere in den landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften, Mieterräte zu installieren, also eine bessere Mietenmitbestimmung. Das lässt sich ungefähr so zusammenfassen. Oder habe ich 700 Punkte vergessen? Ja, also die Mieten, Entschuldigung, die Mietenprobleme, die Probleme der Mieter und Mieterinnen in Berlin sind natürlich vielfältig und die Kämpfe auch, die es seit Jahren dazu gibt. Die Politik hat da aus der Sicht der Mieterinitiativen sicherlich riesigen Nachholbedarf und wir haben letztes Jahr damit angefangen, ein erstes Feld davon zu beackern, und zwar in Form von Gesetzesinitiative. Wir haben gesagt, uns reicht es nicht immer nur wieder zu protestieren und zu fordern. Wir wollen, dass ein Gesetz beschlossen wird, was ja schlicht und einfach eine soziale Wohnraumversorgung in der Stadt wieder möglich macht. Drei Punkte waren es unter anderem, es ist ein sehr komplexes Gesetz. Das Wichtigste war oder ist, was unser Anliegen da drin war, die Gemeinwohlorientierung der städtischen Wohnungsunternehmen. Die städtischen Wohnungsunternehmen arbeiten momentan und auch weiterhin profitorientiert, sind Kapitalgesellschaften. Wir wollten sie umwandeln in Anstalten öffentlichen Rechts, die also ausschließlich zum Ziel haben, die Wohnraumversorgung der Bewohnerinnen Berlins. Wir haben 6 Wohnungsunternehmen in Berlin, die eben momentan anders arbeiten, als wir das wollen. Und ein zweiter Punkt war die Rettung der Sozialmieter, die momentan einfach, wir thematisieren das seit langem, jetzt haben wir wieder mit der Koloniestraße einen ganz akuten Fall. Die Mieten in den Sozialwohnungen sind einfach zu hoch. Die sind über dem Durchschnitt. In dem Fall, wo die Anschlussförderung wegfällt, Sie wissen das wahrscheinlich alle, können die Mieten sogar um das Doppelte und Dreifache steigen. Das heißt, die Sozialwohnungen, in die mal sehr viel Geld reingeflossen ist, werden verschwinden. Also wir hatten vor 3 Jahren noch 140.000, jetzt sind es noch unter 130.000, also jedes Jahr gehen welche verloren und das bei einer Wohnungsnot in Berlin und nachdem so viele Steuergelder in die Hand genommen wurden, ist ein bleibender Skandal, an den die Politik seit Jahren nicht so richtig rangeht. Der dritte Punkt war die bessere Finanzierung und die Steuerung von staatlichen Geldern für Wohnungsneubau, für Ankauf, also für die Schaffung von neuem Wohnraum. Das heißt, wir haben einen revolvierenden Fonds anlegen wollen mit dem Gesetz und das heißt auch, dass Gelder, die ausgegeben werden, nach bestimmten sozialen Kriterien nur ausgegeben werden für Neubau und für Ankauf, also dafür, dass eine alte Forderung von uns ist ja auch, also von Kotti und Co., die Sozialwohnungen zu rekommunalisieren. Die gehören ja privaten Eigentümern. Wir wollen, dass sie zurückgekauft werden. Der Fonds ist ein Instrument, um dafür mehr Geld in die Hand zu nehmen und diese Häuser zurückzukaufen. Aber es gab natürlich noch mehr, was in diesem Gesetz möglich war. Das eine war natürlich die Sicherung der Bindung der Wohnungen, der Sozialwohnungen. Das weitere war die Mietermitbestimmung in den Landeswohnungsunternehmen. Bisher gibt es da keine Mitbestimmung. Das soll geändert werden. Und es gibt natürlich noch weitere wichtige Punkte, wie die Verhinderung von Zwangsräumungen, also dass niemand seine Wohnung verliert im städtischen Wohnungsunternehmen. Das sollte eigentlich auch der Normalzustand sein. Jetzt gibt es den Gesetzentwurf vom Berliner Senat, ich habe es schon gesagt, der heißt nicht Gesetz über die Neuausrichtung der sozialen Wohnraumversorgung, wie der Mietenvolksentscheid das haben wollte, sondern Berliner Wohnraumversorgungsgesetz. Worin unterscheidet er sich Ihrer Meinung nach noch im Wesentlichen von dem, was Sie eigentlich wollten? Genau, es kann auch anders heißen, weil es ist ja auch nicht das, was wir
aufgeschrieben haben und was wir in mühevoller ehrenamtlicher Arbeit über lange, lange Wochen und Monate erarbeitet haben. Es ist was anderes. Es hat an vielen Punkten Mängel, die also eben nicht weit genug sind. Wir würden sagen, die SPD hat sich bewegt auf den Druck des Volksentscheids hin, auf die 50.000 Unterschriften, auf die Initiativen hin, aber eben nicht weit genug. Also es gibt an vielen Punkten Mängel. Beispielsweise ist die Beschränkung der Mietsubvention auf 30% des Einkommens für die Netto-Kaltmiete viel zu wenig. Mhm. Also das bedeutet, ich kann das an Beispielen ausführen, gerade für Mieterinnen, die flächensparsam wohnen, die also wo eine Familie schon mit den Großeltern in drei Generationen zusammen wohnt, die bekommen teilweise gar nichts, da können die Mieten immer noch steigen. Dann ist diese Mietsubvention begrenzt auf 2,50 Euro maximal pro Quadratmeter. Das hilft beispielsweise den Mieterinnen in der Koloniestraße gar nicht oder es ist einfach zu viel zum Leben, zu wenig zum Sterben wahrscheinlich. Die Mietermitbestimmung, die jetzt da drin verankert ist, ist auch relativ, ja, man könnte sagen, eine Scheinmitbestimmung. Da ist, jetzt, ist es jetzt so, dass endlich immerhin eine Mieterin oder ein Mieter pro Landeswohnungsunternehmen im Aufsichtsrat mitsitzen. Aber das heißt natürlich zum Beispiel im Fall von der GEWOBAG mit 58.000 Wohnungen, dass eine Mieterin oder ein Mieter die Interessen von all diesen Mieterinnen vertreten soll, ist natürlich ein Witz. In einem neunköpfigen Aufsichtsratsgremium. Klingt nach einem hauptamtlichen Job auf jeden Fall. Herr Lübcke-Dahldrup, also was man Ihnen zugutehalten muss, um das mal um so einzusteigen, ist, dass die zentralen Begriffe, die ich vorhin gesagt habe vom Mietenvolksentscheid, also sowas wie ein Wohnraumfonds, die finanzielle Unterstützung der sozial schwachen Mieter und die Mieterräte alle in ihrem Gesetz auftauchen. Warum, wenn das so offensichtlich eigentlich alles dasselbe ist, haben Sie dann nicht einfach, wenn Sie es so toll finden, den Vorschlag vom Mietenvolksentscheid übernommen? Sondern mal eben schnell in ein paar Wochen ein eigenes Gesetz geschrieben, was jetzt nicht alle so ganz so toll finden. Ja, ich, aber guten Abend. Ich will jetzt nicht unbedingt in alten Diskussionen nochmal die Probleme des Gesetzentwurfs des Mietenvolksentscheids im Großen und Ganzen hier erläutern, aber er hat natürlich einige Komponenten gehabt, die aus meiner Sicht gar nicht gehen, weil in der Konsequenz der damalige Gesetzentwurf zum Beispiel dazu geführt hätte, dass wir 500 Millionen Euro hätten ausgeben müssen, um unwirtschaftliche Bestände zu erwerben und damit nur die Eigentümer glücklich gemacht hätten, aber nicht die Mieter, weil er einen sehr, sehr hohen Subventionsaufwand bedeutet hätte, der deutlich über das hinausgeht, was sozial nötig ist. Ich will noch mal ein bisschen zu der Geschichte vom Anfang an etwas sagen. Ich glaube, die Debatte, dass mit den Sozialwohnungen nicht alles in Ordnung ist, haben nicht nur die Mieterinnen und Mieter in Initiativen begonnen, das haben sie schon seit langem gemacht, das weiß ich, aber wir haben auch schon vor über einem Jahr eine Expertenkommission eingerichtet, um gerade dieses Thema auch mit Ihnen, Frau Hamann, und anderen, Herr Jung sehe ich hier noch im Saal sitzen, einige andere waren auch dabei, intensiv zu diskutieren. Das heißt, wir haben die Diskussion durchaus selber auch geführt, weil wir gesehen haben, dass wir im Grunde zwei Probleme haben. Das eine Problem besteht darin, dass die Sozialwohnungen in Berlin im Schnitt teurer sind als der Durchschnitt der normalen Wohnungen. Ja, es ist so. Die Sozialwohnungen sind in Berlin im Schnitt 5,91 Euro als Miete und die Durchschnittswohnung hat in Berlin eine Miete von nach dem neuesten Mietspiegel von 5,80 Euro. Vor allen Dingen haben die Sozialwohnungen das Problem, dass die Nebenkosten in dem Bereich, weil es häufig Wohnungen sind aus den 60er, 70er, 80er Jahren, die noch nicht saniert worden sind, vergleichsweise hoch sind. Und das Problem, dass wir im sozialen Wohnungsbau zu hohe Kosten haben, aufgrund der alten Förderungssystematik, die man vor 50, 60 Jahren erfunden hat, dieses Problem haben wir mit der Expertenkommission aufgegriffen. Ich will gerne den Initiativen auch ein Stück weit Respekt zollen, erstens für ihre ehrenamtliche Arbeit, aber zum Zweiten auch dafür, dass sie dieses Thema sehr deutlich auf die politische Agenda gebracht haben. Das hat geholfen.
weil natürlich nicht nur Wohnungspolitiker, wie ich es bin, oder Mietenpolitiker über das Thema diskutieren, sondern muss auch Menschen dafür gewinnen, die über den Landeshaushalt entscheiden, in den verschiedenen Fraktionen, oder die andere Themen besonders im Fokus haben. Da muss man gar nicht über die aktuelle Flüchtlingssituation reden, sondern auch über die Schulpolitik, über die Fragen, was tun wir im Bereich des Umweltschutzes etc. Das heißt, wir haben viele politische Themen und das Verdienst der Initiativen besteht darin, dass dieses wichtige Thema bezahlbare Miete und bezahlbares Wohnen aufgegriffen worden ist. Ich will noch ein bisschen sagen dazu, zu dem Begriff, den Sie benutzt haben, die kommunalen Wohnungsgesellschaften seien vor allen Dingen profitorientiert. Das kann ich nicht so stehen lassen. Wir haben in der Tat vor 10, 15 Jahren in Berlin in der Politik zwei große Fehler gemacht. Der erste Fehler bestand darin, dass Bestände der kommunalen Wohnungsunternehmen verkauft worden sind zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung. Das ist damals schon von vielen kritisiert worden und heute sagen eigentlich alle, dass das ein Fehler war. Denn wenn wir damals nicht über 100.000 Wohnungen verkauft hätten, müssten wir uns nicht heute mühsam darum bemühen, weitere 100.000 Wohnungen mit öffentlichen Mitteln zu bauen. Was wir tun werden. Wir haben uns vorgenommen, 400.000 kommunale Wohnungen wieder zu erhalten. Und wir haben in dieser Legislaturperiode etwa 30.000 schon angeschafft, erworben und auch neu gebaut. Insofern ist der Wiederaufbau eines größeren Bestandes an kommunalen Wohnungen ein ganz wichtiges Thema, weil es uns helfen wird, auf einem Wohnungsmarkt, der sehr unter Druck ist, ein Gegengewicht zu haben. Denn das einzige Gegengewicht auf dem Wohnungsmarkt sind neben den Genossenschaften die kommunalen Wohnungen. Es gibt noch ein paar weitere Vermieter, die sich sehr sozial engagiert verhalten, das will ich gar nicht in Abrede stellen, aber das große Gegengewicht bei 1,9 Millionen Wohnungen insgesamt sind die 300.000 kommunalen Wohnungen und die 200.000 genossenschaftlichen Wohnungen. Die wirken mietpreisdämpfend und die sorgen dafür, dass der Mietspiegel nicht so schnell steigt, wie man vielleicht erwarten könnte. Ganz, ganz kurz dazwischen, weil Sie hatten ja gesagt, dass da sind wir uns bei alle d'accord, glaube ich, auch mit den Grünen und mit den Mieterinitiativen. Das Problem ist halt die Frage mit der Gewinnorientierung der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft. Ich habe mich ja ein bisschen vorbereitet und mal eben geguckt, wie das so aussieht. Es gibt 6 landeseigene Wohnungsbaugesellschaften, die haben laut Beteiligungsbericht letztes Jahr 235 Millionen Euro Gewinn gemacht. Das sind bei den 285.000 Wohnungen, die haben, pro Wohnung 70 Euro im Monat. Ich glaube, einige Mieter würden sich freuen, wenn sie genau diese 70 Euro weniger zahlen müssten. Warum muss das so sein? Um es in einem Satz zu sagen, wir können nicht zu den KWV-Strukturen ostdeutscher Prägung zurückkehren. Wohnungsunternehmen... Warum nicht? Ja, das wäre der zweite Satz. Ich wollte es noch etwas provokant sagen, damit es klar ist, worum es geht. Was müssen Wohnungsunternehmen leisten? Sie müssen in Berlin kein Geld an den Landeshaushalt abführen. Nicht mehr. Seit 10 Jahren nicht mehr. Tun sie aber trotzdem. 24 Millionen im Jahr 2014. Nee, das stimmt nicht. Das Beteiligungsbericht, habe ich ja alles rausgelesen. Ist nicht richtig. Okay. Dann stimmen Ihre Beteiligungsberichte nicht. Oder die im Internet nicht, egal. Okay. Erstens, Sie führen kein Geld an den Landeshaushalt ab. Alles Geld, was verdient wird, dient dazu, Bestände zu sanieren, Mieten abzusenken, Neubau zu finanzieren und dafür zu sorgen, dass sie auch in dauerhaft wirtschaftlich gesund sind. Wenn wir jetzt den kommunalen Wohnungsbestand erweitern wollen und ihn bereits in den letzten 3 Jahren um 30.000 Wohnungen erweitert haben, war das nur möglich, weil unsere Wohnungsunternehmen gesund sind und sie nicht nur das, was sie verdienen, reinvestieren, sondern sie investieren jedes Jahr Hunderte von Millionen, die sie auf den Kapitalmarkt aufnehmen, in Wohnungssanierung, Wohnungsneubau und dafür, dass die Mieten im kommunalen Bestand sehr moderat sind. Vergleichsweise, wenn man es vergleicht mit den Mieten auf dem Markt. Ganz aktuell haben wir das Mietenbündnis ja nochmal ausgewertet und wir haben festgestellt, dass unsere Mieten deutlich unter den Marktmieten liegen und vor allen Dingen können Sie bei den kommunalen Unternehmen heute eine Wohnung für 6 Euro mieten, wenn Sie auf dem freien Wohnungsmarkt im Regelfall im Durchschnitt 8,50 Euro zahlen würden. Das heißt, insbesondere bei der Neuvermietung wird nicht das genommen, was der Markt hergibt, sondern es wird das genommen, was sozial vertretbar ist. Sie haben ein Härtefallmodell entwickelt, was jetzt auch auf gesetzliche Grundlage gestellt wird.
das den Menschen hilft, die von den Mietzahlungen überfordert sind, dass sie Unterstützung bekommen. Und wir haben ein System in den letzten Jahren entwickelt, was eine ganz klare mietenpolitische Zielsetzung darin hat, den Mietanstieg im Rahmen der Inflation zu halten, in sozialen Härtefällen zu helfen. Und das Gleiche haben wir jetzt übertragen auf die Sozialwohnungen, die ja meistens nicht dem Land Berlin gehören. Früher haben wir ja Anleger, Zahnärzte und andere in Fonds in Berlin Wohnungen gebaut. So hat der Wohnungsmarkt bis 1990 in Berlin im Wesentlichen funktioniert, weil außer in Einfamilienhäusern überhaupt nichts in West-Berlin gebaut worden ist ohne Subvention. Und in Ost-Berlin, wenn wir ehrlich sind, war es ja auch so. Da mussten ja die Bezirke der DDR in der Hauptstadt bauen. Und auch dort sind Transfers aus anderen Teilen des Landes in die Hauptstadt der ehemaligen DDR erfolgt. Und wir müssen jetzt darauf uns orientieren, dass wir für diejenigen, die wenig Geld haben, die von Transferleistungen abhängig sind, dort da Hilfe gewähren. Ich will noch mal etwas sagen, wie sind die Sozialwohnungen überhaupt heute belegt? Etwa ein Drittel der Menschen, die in Sozialwohnungen wohnen heute, hätten heute keinen Anspruch auf WBS. Das heißt am Wohnberechnungsstand, dass sie haben Einkommen, die oberhalb der WBS-Grenzen liegen. Etwa ein Viertel der Menschen, die in Sozialwohnungen wohnen, leben von Transferleistungen. Daran sieht man, die Sozialwohnungen haben wesentlich mehr Mieterinnen und Mieter mit Transferleistungsbezug als auf dem freien Wohnungsmarkt. Und wir haben eine Gruppe von etwa 20% in den Sozialwohnungen, die knapp über den Transferleistungen liegen. Denen werden wir vor allen Dingen mit dem Mietausgleichssystem helfen. Das ist diese Kappungsgrenze mit 30% des Einkommens. Wenn es mehr die Miete ist, dann ja, springt das Land an. 30% Kaltmiete auf Nettoeinkommen bezogen. Wenn die energetische Substanz schlecht ist, bis zu 25% abgesenkt. Das war ja ein wesentlicher Punkt. Wir haben uns bemüht, in den Gesprächen mit der Initiative uns darauf zu fokussieren, dass wir denjenigen helfen, die ein besonders kleines Einkommen haben. Die Transferleistungsempfänger bekommen ja im Regelfall die Wohnkosten erstattet durch die Wohnaufwendungsverordnung. Gerade diejenigen, die knapp darüber liegen, die sind besonders betroffen von hohen Mieten. Und das ist einer der wesentlichen Punkte gewesen. Ein zweiter wesentlicher Punkt besteht darin, dass wir die Vereinbarung mit dem Wohnungsunternehmen, was die Härtefälle, was die Mietbegrenzung betrifft, jetzt ins Gesetz geschrieben haben, einen Wohnraumförderfonds eingeführt haben und relativ scharfe Regeln eingeführt haben, die Zwangsräumung weitestgehend ausschließen. Es sei denn, jemand verprügelt seinen Nachbarn, das ist dann auch mehr ein Fall für die Polizei und weniger ein Fall für den Wohnungsmarkt. Ja, aber das ist bitter, dass wir das erst sozusagen durch einen Mietenvolksentscheid einführen mussten. Das ist entweder bitter oder ein großer Erfolg der Basisinitiative, ja, das kann man ja auch so sehen. Ja, allerdings. Allerdings wäre natürlich dem Senat noch sehr viel mehr möglich gewesen. Unser Gesetz war eingeschränkt durch verschiedene rechtliche Beschränkungen. Man darf zum Beispiel nicht verschiedene Sachverhalte miteinander koppeln. Es sind natürlich noch sehr viel mehr Baustellen in der Stadt, wenn man sich wirklich auf den Weg der sozialen Wohnraumversorgung begeben will. Auch aber bei den sozusagen durch das Gesetz eingeschränkten Feldern ist der Senatsentwurf hinter unserem Gesetz zurückgeblieben. Also wenn wir jetzt nochmal die Gewinnorientierung der städtischen Wohnungsunternehmen angucken. Gegen die Abschaffung dieser Gewinnorientierung hat sich die Senatsverwaltung ja mit Händen und Füßen gesträubt. Also die Einführung einer Anstalt öffentlichen Rechts, die eben die Gewinnorientierung nicht drin hat, sondern die Gemeinwohlorientierung, war nach wie vor, das war einer der Hauptknackpunkte, wo sich die SPD nicht drauf eingelassen hat. Jetzt ist nach wie vor in den städtischen Wohnungsunternehmen bleibt das Gewinnmotiv sozusagen enthalten. Es bleiben Kapitalgesellschaften. Und Herr Lüttke-Daldrup hat ja gerade gesagt, diese Gewinne werden zur Mietsenkung benutzt. Und da würde ich gerne mal genauer wissen, in wie vielen Wohnungen, wann, wo eigentlich die Miete gesenkt wurde in den städtischen Wohnungsunternehmen in den letzten Jahren. Können Sie die beantworten? Also der erste Punkt ist, dass die Wohnungsbaugesellschaften eine sehr, sehr moderate Mietenpolitik betreiben. Wir liegen mit unseren Mieten deutlich unter den Marktmieten. Das heißt generell, die Möglichkeiten, die es per Gesetz gäbe, Mieten anzupassen, was ja viele Private tun, machen die Wohnungsbaugesellschaften in gar keiner Weise. Aber das ist ja auch Sinn und Zweck dieser Gesellschaft, ja, sonst bräuchte man die ja gar nicht, oder? Ich wollte ja nur... Okay.
ist ja völlig in Ordnung. Ich will das ja gar nicht als Wohltat herausstellen, sondern es ist einfach Faktum. Es ist Ihr Auftrag. Ihr Auftrag besteht darin, Menschen mit Wohnraum zu versorgen, die es auf dem Markt schwer haben. Aber Ihr Auftrag besteht auch darin, breite Schichten der Bevölkerung zu versorgen. Und wir haben ja, was den Versorgungsauftrag, vor allen Dingen für diejenigen Menschen, Mieterinnen und Mieter mit geringem Einkommen betrifft, jetzt gesagt, dass mehr als 50%, genauer 55% der Wohnungen angeboten werden müssen an Menschen, die eine WBS-Berechtigung haben. Und wir haben darüber hinaus gesagt, dass das vor allen Dingen in den unteren Segmenten des WBS, also in den niedrigsten Einkommensgruppen, erfolgen soll. Und wir haben gesagt, dass in dieser Gruppe der 55 ein Fünftel den Menschen angeboten werden soll, die auf dem Wohnungsmarkt sonst fast überhaupt keine Chance haben. Ich denke daran, an das betreute Wohnen. Es geht auch um Flüchtlinge, es geht auch um Menschen, die in sozialer Behandlung waren, sozialen Projekten waren und jetzt wieder auf dem normalen Wohnungsmarkt untergebracht werden können. Es geht um die Vermeidung von Obdachlosigkeit. Also wir haben einen klaren Akzent auch angesichts einer völlig veränderten Wohnungsmarktlage. Die war ja vor 3 oder 4 Jahren in Berlin völlig anders als heute. Und es sind alle, glaube ich, im politischen System klüger geworden. Auch die Linken haben ja mal der Privatisierung der Wohnungen vor 15 Jahren zugestimmt, nur mal so zu sagen, die ja heute politisch das nicht mehr so richtig wahrhaben wollen. Also alle haben ja in der Vergangenheit auch den einen oder anderen Fehler gemacht. Federführend waren die SPD, da muss man schon noch dran erinnern. Ja, aber eine Koalition ist eine Koalition. Ne? Genau. Wir haben nur mit den Stimmen der Linken möglich, diese Mehrheit herzustellen. Das stimmt. Wir haben ja auch noch Daniel Wesener von den Grünen hier sitzen. Herr Lüttke-Dahlrup hat vorhin gesagt, er zollt den Mieterinitiativen Respekt dafür, dass sie so ein bisschen Schwung in die Sache reingebracht haben, damit sie endlich mal merken, worum es hier eigentlich geht. Das ist jetzt meine Zuspitzung. Wem zollen Sie denn mehr Respekt? Der Mieterinitiative, weil sie das Ganze aufgegriffen haben? Oder dem Berliner Senat, dass er dann doch gesagt hat, okay, scheint ein Problem zu sein. Die Leute da draußen haben anscheinend ein Anliegen. Demnächst haben wir eine Wahl, müssen wir schnell was tun, machen wir ein Gesetz. Und das dann doch immerhin nicht jetzt ganz mieterunfreundlich ist. Wer verdient mehr Respekt von beiden Seiten? Ich würde es vielleicht mal so formulieren. Ich habe den Eindruck, das ist eigentlich ein Beispiel dafür, dass in Berlin die direkte Demokratie ganz gut funktioniert. Da kann man sicherlich vieles besser machen. Wir haben jetzt im Sommer auch eine Diskussion gehabt, wo von Senatsseite argumentiert wurde, naja, mit diesen vielen Volksentscheiden und vielen Bürgerbegehren, das ist vielleicht doch nicht so doll. Das nervt ja ziemlich, um es mal so zu formulieren, war vielleicht nicht die beste Idee. Ich glaube, sowohl der Mietenvolksentscheid als auch andere Volksentscheide in der jüngeren Vergangenheit haben gezeigt, das kann auf jeden Fall eine gute Ergänzung zur parlamentarischen Demokratie sein. Denn wenn die Politik, wenn der Senat in den letzten Jahren alles richtig gemacht hätte, dann stellt sich natürlich schon die Frage, warum gibt es dann eigentlich ein Volksbegehren und warum unterschreiben da eigentlich 50.000 Menschen innerhalb kürzester Zeit und warum dreht so ein Senat ein knappes Jahr vor der Abgeordnetenhauswahl eigentlich bei und bemüht sich um einen Kompromiss? So, also ich glaube, die Antwort auf die Frage ist relativ einfach. Wir haben ein Problem in Berlin und wo ich Herrn Lüttke-Dahlrup auf jeden Fall Respekt zolle, ist, dass nicht nur er, sondern auch andere sich heute hinstellen und sagen, wir haben Fehler gemacht. Das hört man ja nicht allzu oft aus der Politik oder von denjenigen, die das in der Vergangenheit in Regierungsverantwortung zu verantworten hatten. Das finde ich erstmal gut. Gleichwohl, ich kann mich auch dem Lob von ihm an die Initiative anschließen. Ich würde mal behaupten, auch als Vertreter einer Partei, das, was da in den vergangenen Monaten erreicht worden ist, ist mehr als das, was im parlamentarischen Raum mietenpolitisch in den vergangenen 10 Jahren bewegt worden ist. Das muss man mal so deutlich sagen, ne? Sage ich auch als Angehöriger einer. Also, 20 Jahre. Das war jetzt auch Selbstkritik an der eigenen Oppositionsarbeit? Ja und nein. Ich glaube in der Tat, wir haben als Grüne auch schon vor 10 Jahren nicht nur falsche Vorschläge gemacht. Das ist manchmal ziemlich frustrierend als Opposition. Wir haben, also ich bin beispielsweise selber 2006 in die Kommunalpolitik eingestiegen. Da haben wir damals schon laut eine Umwandlungsverordnung oder eine Zweckentfremdungsverbotsverordnung gefordert. Das hat dann sehr, sehr lange gedauert. Jetzt gibt es sie mit vielen Mängeln und mit vielen Defiziten. Ich würde sagen, zu spät. Also ich würde schon mal für uns in Anspruch nehmen, dass wir mietenpolitisch früher als der Senat, früher als die meisten anderen erkannt haben, hier verändert sich was in der Stadt. Hier muss man als Politik reagieren.
Wir haben auch ein wichtiges Problem, was der Mietenvolksentscheid adressiert, nämlich das Problem der Sozialmieten, sehr früher als ein solches identifiziert. Da kommen wir vielleicht nochmal drauf, was wir vielleicht anders und besser gemacht hätten, womöglich. Ich will dennoch sagen, wir haben es ja hier überschrieben mit der große Wurf oder viel zu wenig. Der große Wurf ist dieses Gesetz dennoch nicht. Das liegt ein bisschen in der Natur der Sache. Ich finde, das hat die Mieteninitiative auch immer ziemlich ehrlich gesagt. Mietenpolitik ist leider nichts, wo es diesen einen Schalter gibt, den man mal umlegt und dann sinken die Mieten und dann steht mehr Wohnraum für alle. Sondern Mietenpolitik ist natürlich wahnsinnig komplex im Detail, aber auch in den Zuständigkeiten. Da hat das Land mitzureden, da hat der Bund mitzureden. Wir haben beispielsweise ein Mietrecht auf Bundesebene, was sehr maßgeblich ist. Und insofern braucht es natürlich eigentlich ganz, ganz viele Instrumente. Und wir sagen als Grüne, das, was jetzt vorliegt, das ist ein erster Schritt. Viel zu wenig, finde ich, wird dem nicht gerecht, wird auch der Mieteninitiative nicht gerecht. Ich glaube, man muss beabsichtigen, in welchem politischen Umfeld das stattfindet. Und wenn wir uns mal erinnern, wie die Diskussion um den Gesetzentwurf der Initiative angefangen hat, dann war das ja nicht so, dass alle in der Politik und alle im Senat da die Arme weit aufgemacht haben und gesagt haben, wunderbar, endlich erklärt uns mal einer, wie es geht. Sondern ich erinnere mich, dass ganz am Anfang erstmal das Kostenargument kam. Das kennt man ja von Volksentscheiden, da werden dann die Kosten hochgerechnet und da heißt es, es ist alles viel, viel, viel zu teuer. Und das zweite Argument war, das ist viel zu viel Geld für viel zu wenig Leute. Da profitieren gerade mal 4-6% der Berliner Mieterinnen und Mieter. Kann man nachvollziehen, oder? Wenn nur so wenig Leute von so viel Geld profitieren. Ja, das Interessante ist, jetzt ist es ja letzten Endes der Senat, der sagt, das ist der große Wurf. Ich würde behaupten, nur eins kann stimmen. In diesem Fall würde ich sogar sagen, beides stimmt nicht. Also was definitiv nicht stimmt, ist, dass so wenig Leute profitieren. Es profitieren deutlich mehr Menschen. Was allerdings auch nicht stimmt, ist, dass jetzt alles wunderbar ist, sondern ich glaube, wir müssen das, und das wäre auch so ein bisschen mein Appell Richtung Senat, wir müssen gemeinsam sagen, da ist jetzt ein Einstieg gefunden worden, nicht nur eine Einstiegsdiskussion, sondern wir haben auch eine Neuorientierung der Berliner Mietenpolitik, und zwar im Sinne einer stärkeren sozialen Ausrichtung, auch einer sozialeren Ausrichtung der öffentlichen Wohnungsunternehmen, die auf ihren eigentlichen Sinn und Zweck als öffentliche Unternehmen, nämlich für das Gemeinwohl zurückgeführt werden. Aber den größten Fehler, den wir, glaube ich, jetzt gemeinsam machen könnten, ist zu sagen, jetzt ist eigentlich alles getan, jetzt können wir die Hände in den Schoß legen und das ist alles wunderbar. Ich glaube, okay, das ist doppelt falsch. Wir waren gerade, um das ein bisschen konkreter zu machen, ja, wir haben ja gesagt, es gibt nicht einen Schalter, gehen wir einfach nochmal versuchen, ein paar Schalter irgendwie durch. Den einen, den wir schon gehabt hatten, war die Definition der Wohnungsbaugesellschaften. Der Mietenvolksentscheid hat gesagt, wir müssen die umwandeln in Anstalten des öffentlichen Rechts, damit die wegkommen von dieser Gewinnorientierung. Herr Lütke Daldrup hat gesagt, nee, machen wir nicht, weil die brauchen genau eine Gewinnorientierung, um Geld dran zu schaffen, damit man weitere gute Dinge tun kann. Was ist denn jetzt die grüne Position da? Also, man hat sich, soweit ich weiß, das muss die Ulrike Hamann dann bewerten als Vertreterin der Initiative, man hat sich, glaube ich, eines Kunstgriffs bedient. Die Forderung, die 6 Wohnungsbauunternehmen in Anstalten öffentlichen Rechts umzuwandeln, hat zweifellos Vorteile. Ja, also gerade wenn es darum geht, diese Gemeinwohlorientierung festzuschreiben, deswegen war der Initiative das auch sehr wichtig. Aber auch da steckt der Teufel im Detail. Und das Ergebnis ist ja, dass man sagt, die bleiben erstmal so, wie sie sind, aber es gibt jetzt quasi eine Steuerungs-AÖR, also eine Anstalt öffentliches Rechts, die thront da drüber und die soll im Grunde diese Gemeinwohlorientierung sicherstellen. Ich würde mal behaupten, und so habe ich auch die Initiative verstanden, dass das nicht die allerschlechteste Idee war, das aber sich letzten Endes in der Praxis erweisen muss, ob das funktioniert, ob das funktioniert. Ich glaube auch nicht, dass das das größte Defizit dieses Gesetzentwurfs ist, sondern das größte Defizit, wahrscheinlich auch aus Sicht der Initiative, ist, dass man sich natürlich erhofft hat, vielen Menschen, die ganz konkret und zwar heute Probleme haben, auch heute helfen kann. Also diese sogenannten Sozialmieterinnen und Mieter in den Objekten des alten sozialen Wohnungsbaus. Und da muss man einfach jetzt mal ein Fazit ziehen und sagen, ja, dieser Gesetzentwurf wird einigen helfen. Ja, also diese 30%, von denen Ulrike Hamann gesprochen hat, aber es werden nicht alle davon profitieren, denn es gibt da eine bestimmte Grenze, es ist nur die Netto-Kaltmiete und so weiter und so fort. Das bedeutet, das Problem
Und das ist kein Problem, was Herr Lüdke Dahldrup verursacht hat. Also das will ich auch nochmal sagen, sondern womit wir uns in Berlin seit vielen, vielen Jahren, vielen Jahrzehnten rumschlagen, dieses Problem bleibt bestehen. Und das ist aus grüner Sicht das größte Defizit dieses Gesetzentwurfs. Er löst das Problem des alten sozialen Wohnungsbaus nichts auf. Wir haben da einen Vorschlag gemacht. Wir sind der Meinung, man muss endlich mal gucken, was sind denn die realen Kosten? Also ich rede nicht von dieser sogenannten Kostenmiete, wo es dann zu diesen berühmten Mietsprüngen von 50, teilweise 100% sind, sondern was sind eigentlich die wirtschaftlichen Kosten? Und dann müsste man mit einer sozialen Richtsatzmiete, so unser Vorschlag, da als Senat quasi einen Deckel einziehen. Das wäre unserer Meinung nach der beste Weg. Weil, das tut uns, glaube ich, hier allen gemeinsam weh auf dem Podium, das Problem bei dieser ganzen Subventionierung ist doch, ja, wir helfen Mieterinnen und Mietern, aber letzten Endes verdienen auch die Vermieter mit. Und das ist der große Mist, um es mal deutlich zu sagen, dass sich da einige Leute aufgrund eines absurden Systems, schwerer politischer Fehler nach wie vor gesund stoßen, die nicht das Gemeinwohl und nicht die Mieterinneninteressen im Blick haben, sondern denen es eigentlich nur um den eigenen Profit geht. Auch um diese Mietenkappung ein bisschen klarer zu machen. Gibt es Zahlen, wie viele Leute denn tatsächlich von dieser Kappung bei 30% profitieren werden? Und was heißt das? Ich habe mich auch hingesetzt und habe gesagt, okay, es gibt da so Einkommensgrenzen. Zum Beispiel ein Personenhaushalt, wenn er weniger als 16.800 Euro im Jahr verdient und weniger als 50 Euro Quadratmeter hat, und so weiter, und dann lässt sich das ausrechnen und dann kommt man irgendwie auf eine Maximalmiete von 420 Euro müsste er zahlen, das sind immerhin noch 8,40 Euro pro Quadratmeter und erst wenn es kalt, da drüber ne? wird, das kalt, netto kalt, genau, erst wenn es da drüber geht, springt das Land Berlin ein und hilft. Ist das jetzt so der große Sprung nach vorne? Also bei Zwei-Personen-Haushalten bin ich sogar auf eine Netto-Kaltmiete von über 9 Euro gekommen und bei Familie mit 3 Kindern bei 6,70 Euro. Also so richtig niedrig ist das nicht, wo das Land Berlin da irgendwie einspringt. Habe ich falsch gerechnet oder ist das nicht so wirkungsvoll, wie man sich das erhofft hat? Also wir haben im sozialen Wohnungsbau, das habe ich eben schon gesagt, ganz unterschiedliche Mieterinnen und Mieter mit ganz unterschiedlichen Geldbeuteln. Das ist historisch so gewachsen. Und wir hatten in Berlin ja mal eine Fehlbelegungsabgabe, das wird, glaube ich, heute keiner mehr, dass wir aus bestimmten Gebieten, wo soziale Mischung eigentlich ein wichtiges Thema ist, diejenigen durch eine hohe Abschöpfung noch dazu veranlassen, diese Gebiete zu verlassen. Wir haben etwa ein Viertel Mieterinnen und Mieter, die bekommen Transfereinkommen, deren Wohnkosten werden durch die Arbeitsagenturen getragen. Wir haben etwa weitere 20-25% Mieter, die von dem Mietenvolksentscheid von dem Wohnraumversorgungsgesetz initiiert, durch die Aktivitäten des Mietenvolksentscheids materiell deutlich profitieren werden, weil denen, wenn sie 30% ihres Nettoeinkommens nehmen und mehr als 30% Miete zahlen und die relativ großzügigen Wohnflächengrenzen inklusive der Härtefallregelung, die darum eingebaut sind, wenn beispielsweise besondere Umstände, Lebensumstände da sind, eine Mietabsenkung erfahren. Wir gehen davon aus, dass etwa, glaube ich, 25.000 Mieterhaushalte, können auch ein paar mehr sein, das kann man nur abschätzen. Die genauen Zahlen stehen im Gesetzentwurf, den habe ich nicht jetzt genau im Kopf, könnte ich aber nachgucken, wenn es gewünscht wird, davon im Kern profitieren. Ich will auch nochmal sagen, warum wir das so gemacht haben. Und darauf haben wir uns ja verständigt. Also ich will auch mal deutlich sagen, wir haben ja nicht ein Gesetz geschrieben, was der Senat sich ausgedacht hat, sondern wir haben seit April bis zum August, ich glaube, 100 Stunden miteinander geredet. Und die Vertrauensleute, die zum Teil auch hier im Raum sitzen, waren ja dabei. Man kann ja nicht heute so tun, das ist nicht unser Gesetzentwurf. Zwar hat der Senat ihn eingebracht, aber wir haben 1:1 das eingebracht, was verabredet worden ist. Und es ist ein Kompromiss. Und ich will noch mal etwas zur Frage auch sagen, was der Mietenvolksentscheid hatte eine Konstruktion, die darauf hinauslief, dass alle Sozialmieter, egal unabhängig vom Einkommen, subventioniert werden. Unterschiedlich stark zugegebenermaßen, aber der Aufwand der Subvention wäre extrem viel höher gewesen. Und wir haben gesagt, es ist sozial gerecht, denjenigen zu helfen, die wirklich Hilfe brauchen. Denn sie müssen ja aussehen, nicht nur wir Wohnungspolitiker und Mietenpolitiker wünschen uns was, sondern es gibt viele Wünsche an den öffentlichen Haushalt.
Und das kann auch sicher noch die grüne Fraktion mal erläutern, wie das bei denen diskutiert worden ist. Da war ja auch durchaus Kritik im Raum bei dem Gesetzentwurf. Also, und ich will ja gar nicht auf so einige technische Mängel eingehen, dass man ein Gesetz konstruiert, was vor allen Dingen auch die Vermieter unterstützt. Und das Allerwichtigste, können Sie doch nicht im Mietenvolksentscheid anlasten, dass die Kostenmieten und dieses System im sozialen Wohnungsbau so eingerichtet ist, wie es jetzt eingerichtet ist. Das Problem, und der Mietenvolksentscheid hat da versucht einzugreifen und hat mit Miethöhen agiert, die tragbar wären. Mit 5,23 Euro Miete für Leute mit geringem Einkommen, bei WBS 140% Bundeseinkommensgrenze, hätten die Mieterinnen eine Miete gesenkt bekommen auf 5,25 Euro oder 23. Sie sind anders rangegangen, Sie sind mit den 30% netto kalt rangegangen. Das mussten wir erstmal nachrechnen, hat eine Weile gedauert, bis wir die Zahlen dazu hatten, auch von Ihnen die Zahlen dazu als Überblick hatten. Als das sozusagen möglich war, das überhaupt nachzurechnen, war dieses Gesetz ja schon von Ihnen fertig geschrieben. Also, und da muss man auch sagen, eine ehrenamtlich arbeitende Initiative hat natürlich nicht so ein Apparat zur Verfügung, das alles so nachzurechnen. Und da denke ich, da liegt eine Diskrepanz, die wirklich erst dann im Detail sichtbar wird. Also, wenn man sich mal anguckt, was für Mieter, wer davon profitiert oder eben nicht profitiert. Ich habe hier mal zwei Beispiele von sehr engagierten Mietern, einer Mieterin, einem Mieter am Cottbusser Tor, die eigentlich sich auch schon lange einsetzen, weil ihre Mieten eben zu hoch sind, die aber auch, eben weil die Mieten zu hoch sind, ganz anders wohnen, als dass sie jetzt profitieren könnten von diesem Gesetz, die nämlich die Eltern mit reingenommen haben, wo die erwachsenen Kinder noch mit im Haushalt wohnen, um einfach zu sparen an Flächen. Dass beispielsweise eine Familie, 3 Generationen, 6 Personen wohnen in einem Haushalt mit 2.700 Euro netto Haushaltseinkommen. Die wohnen auf 105 Quadratmeter. Ihre Netto-Kaltmiete liegt bei 661 Euro. Brutto-warm sind das 1.343 Euro. Da die verkaufte von der SPD und der Linkspartei verkaufte GSW, ehemalige GSW, ja, die Betriebskosten da auch auf eine Weise in die Höhe treibt, die wirklich schon fast unanständig ist. Und wenn man sich überlegt, was dieser Familie zum Leben bleibt, bei der 1.357 Euro für die Miete, für 6 Personen sind das 226 Euro pro Person. Diese Familie zahlt, wenn man es aber hochrechnet, nur 25% ihres Einkommens für die Netto-Kaltmiete. Das heißt, da könnte die Miete sogar mit diesem Gesetzentwurf noch steigen. Ja? Also das, und eine andere Rentnerin, die bei uns sehr engagiert ist, hat nur 750 Euro Rente auf 22 Quadratmeter Wohnung, zahlt 121 Euro kalt, 149 Euro Betriebskosten, also mehr als die Miete sogar noch. Was bleibt dieser Dame zum Leben, sind 480 Euro. Bei ihr ist die Netto-Kaltmietenbelastung nur 16%. Das heißt, sie bekommt auch nichts und die Miete darf sogar noch weiter steigen. Das sind nur zwei Beispiele. Da kann man sagen, in der statistisch gesehen profitieren sehr viel mehr davon. Ich finde aber 25.000 nicht, also von denen Sie jetzt sagen, dass Sie davon profitieren, nicht so wahnsinnig viel, wenn man bedenkt, dass einfach sehr viel mehr gerade auch noch auf Wohnungssuche sind. Ich glaube, dass dieser Ansatz, die Netto-Kaltmiete zum Ansatz zu nehmen, einfach auch fehlschlägt, weil die Leute eben schon vorher sparen, weil die Miete lange schon zu hoch ist und weil die Leute einfach inzwischen ganz anders wohnen, auch weil das Jobcenter immer schon die Aufforderungen geschickt hat, die Miete zu senken im sozialen Wohnungsbau. Aber ich will es in unserer Verhandlung nicht nachvollziehen, aber dann hätten Sie eigentlich anders verhandeln müssen. Sie haben sehr großen Wert in der Verhandlung darauf gelegt, dass jeder 50 Quadratmeter haben darf als Ein-Personen-Haushalt, wo wir eher sparsamer waren. Ja, Sie haben zwar am Tisch gesessen die ganze Zeit, aber wollen nicht mit uns hier geredet haben. Das ist ja auch witzig jetzt. Das spielt aber keine... Ja, ist ja auch wurscht. Wir haben ja darüber sehr intensiv uns ausgetauscht und wir haben am Ende uns auf ein Konzept verständigt. Und dieses Konzept streicht sozusagen die Interessenslagen, die die verschiedenen Beteiligten da eingebracht haben. Ich will jetzt gar nicht darüber philosophieren, ob das jetzt der große Wurf ist. Wir haben ein konkretes Problem versucht, schnell zu lösen. Und ich glaube, was auch ganz wichtig ist, auch für die Mieterinnen und Mieter ganz wichtig ist, vor allem die 25.000 Sozialmieter, die ab 1. Januar 2016 Anspruch haben auf Unterstützung, ist,
dass wir mit dem Konzept, was wir verabredet haben miteinander, das zum 1. Januar einführen können. Das Mietausgleichssystem wird ab Januar 2016 in Kraft treten. Und auch das ist ein Punkt, der ja hilft. Denn das Gesetz wäre erst ja durch das Prozedere des Volksentscheides erst ein Jahr später gekommen. Wir haben ja versucht, aus allen die Themen, die wir auf dem Tisch liegen haben, Mietbegrenzung im sozialen Wohnungsbau, dort eine schnelle Antwort zu finden. Wir werden sicherlich weiter über eine Reform des sozialen Wohnungsbaus in Berlin reden müssen. Das ist überhaupt keine Frage. Denn die Fragestellung, wie wir dieses alte, komplizierte System, was damals vielleicht vernünftig war, was aber heute teilweise Ergebnisse hat, vor allen Dingen bei dem Bereich der Anschlussförderung, dass wir an diesem System weiter arbeiten und diskutieren müssen, ob wir da bessere Lösungen finden, ist sicher richtig. Wir haben in der Expertenkommission im letzten Winterjahr festgestellt, dass leider das nicht so einfach zu lösen ist. Und wir haben ja gesehen, wenn wir ein Richtsatzmietenmodell machen würden, würden wir auch das erreichen, was auch im Mietenvolksentscheid strukturell möglicherweise auch nicht umgangen werden könnte, dass davon auch sehr stark die Vermieter profitieren. Und insofern wird es jetzt wirklich eine Debatte sein müssen, wie wir dieses System so verändern können, dass die Verwerfungen, die dieses System hat, längerfristig verändert werden, ohne dass wir ein System entwickeln, wo wir am Ende, was ja immer wieder beklagt wird, die Vermieter haben ja dort ja durchaus auskömmliche Verhältnisse vorliegen, das wäre jetzt meine Formulierung, Sie werden das anders formulieren, ich bin der Senatsvertreter, ich habe mich da ein bisschen zurückzuhalten, wie wir das so ändern können, dass nicht schon wieder bei so einem Systemwechsel Profiteure entstehen, die wir eigentlich nicht unterstützen wollen, sondern dass die Aufwendungen, die da geleistet werden, dazu dienen, die Mieten in einem vernünftigen Rahmen zu halten. Da liegt ja jetzt ein Gutachten vor. Liegt Ihnen das schon vor von Professor Schwab, der ganz deutlich sagt, dass die Kostenmieten, die damals bewilligt wurden, nicht hätten bewilligt werden dürfen, da sie unwirtschaftlich waren? Also ich habe das jetzt gesehen, das ist ja als Buch wohl am Montag verteilt worden. Habe ich also auch gestern. Gestern, also ist gestern. Noch relativ neu. Ich habe es noch nicht mit vorne bis hinten gelesen. Ich weiß aber, dass diese Theorie ja schon lange diskutiert wird. Es ist ja ein neuer Aspekt in die Debatte eingebracht worden, dass es ein Individualrecht geben soll, dagegen vorzugehen. Ich bin gespannt, ob die Mietervereine das aufgreifen werden. Die bisherige Rechtsprechung ist anders. Das kann man jetzt bedauern. Ich kann ja nur das referieren, was ich bisher von der Rechtsprechung weiß. Wenn die Rechtsprechung sich in der Frage ändern würde, wäre das sicher ein grundlegender Veränderungsansatz für das System. Ich kann das aber gar nicht beurteilen. Was wir bisher wissen, ist, dass das bisher von den Gerichten anders gesehen worden ist. Und ich bin gespannt, wie die Rechtsprechung, wenn ein Vermieterverein, das wäre ja eine tolle Aktion mal, dass die Mietergemeinschaft oder der Mieterverein oder wer auch immer, mal so einen Fall dann auch durchexerziert, damit man feststellen kann, was denn wirklich Rechtslage ist. Die bisherige Rechtsprechungssituation ist anders, aber es geht auch gar nicht um das Gutachten von Professor Schwab, glaube ich, im Kern. Es geht darum, ob wir eine Reformchance haben, das alte System des sozialen Wohnungsbaus den heutigen Verhältnissen anzupassen. Und das ist, glaube ich, eine Aufgabe, die wir nochmal sehr ernsthaft miteinander besprechen sollten und alle Möglichkeiten ventilieren, weil das ist sehr kompliziert und es bedarf auch wahrscheinlich einer längeren Zeit, das zu beraten und zu analysieren, ob wir da einen Weg finden, der wirklich für alle eine Verbesserung darstellt und nicht wieder zu Nebenwirkungen führt, die einige begünstigen, aber andere fehlbegünstigen. Ich muss ganz kurz eine Nachfrage stellen, weil Sie haben jetzt, also es gibt ja offensichtlich Differenzen hier, auch was den Ablauf der Verhandlungen im Sommer irgendwie angeht. Und Sie haben mehrfach jetzt das Wort schnell gesagt und gleichzeitig auch so gesagt, ja, aber es ist so kompliziert und langfristig und so weiter. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass es vielleicht ein sehr schnell gestricktes Gesetz ist. Sie sagen, unter anderem profitieren die Mieter davon, weil das jetzt auch zum 1. Januar in Kraft tritt. Stimmt der Eindruck, dass vor allen Dingen auch der Senat so ein bisschen davon profitiert, weil er damit das Ding aus dem Wahlkampf raus hat? Also, mir geht es im Kern darum, und wir haben ja schon im Senatsentwurf einen Haushalt für ein Mietenausgleichssystem erhebliche Mittel bereitgestellt. Wir werden diese Mittel jetzt in der Haushaltsbrandhaltung noch aufstocken müssen, weil wir ein Modell verabredet haben, was über das bisherige Senatsmodell hinausgeht, sofern ein Erfolg für die Verhandlungsführer der Mieteninitiative, muss man einfach sagen. Es wird mehr gemacht, als der Senat bis ursprünglich eingeplant hatte. Wir werden das von 30 und 35 Millionen auf 45 Millionen aufstocken müssen. Das muss der Landeshaushalt auch dann stemmen.
Wir haben darüber hinaus, was die Modernisierungsförderung betrifft, etwas Neues eingeführt, was es bisher nicht gab. Wir haben eine Eigenkapitalzuführung an die Gesellschaften verabredet, was es auch bisher nicht gab. Wir führen in Größenordnung landeseigene Grundstücke in die Gesellschaften ein. Allein zurzeit ist eine Vorlage in der parlamentarischen Beratung, die Immobilien im Wert von 80 Millionen Euro, 45 Grundstücke, den landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften bereitstellt. Also ein richtiger großer Schluck aus der Pulle. Das Geld, die Grundstücke kriegen die Gesellschaften umsonst, damit sie darauf preisgünstigen Wohnungsbau errichten. Und was sie an Wert geschenkt bekommen, auf Deutsch gesagt, müssen sie in Mietsenkungen wieder abliefern. Das heißt, es ist ein Geschenk, aber mit einer Bedingung. Es wird nicht geschenkt, sondern es wird etwas gegeben, damit auf diesen landeseigenen Grundstücken preisgünstiger Wohnraum entsteht. Das ist die Kernintention des Ganzen gewesen. Und die andere Frage, die man, kann man leider nicht schnell klären, die ist sehr kompliziert, denn es geht darum, wie wir das System vielleicht doch noch reformieren können, dass es vernünftiger wird. Und das ist eine Frage, die wir in den nächsten 2 Jahren, glaube ich, miteinander sehr ernsthaft diskutieren müssen. Okay, nochmal eine Nachfrage, weil Sie gerade das schöne Wort Kernintention, also Kernintention von der ganzen Mietenpolitik, würde ich sagen, ist immer, dass am Ende vernünftige Mieten bei rauskommen. Alles andere ist ja nur Mittel zum Zweck. Wenn jetzt Frau Hamann irgendwie gerade 2 sehr konkrete Beispiele vom Kottusper Tor sagt und man denkt so, ja, da würde ich vom Gefühl her sagen, da liegt was im Argen. Und Sie machen jetzt den großen Wurf oder sagen wir mal da in die Richtung und dummerweise fallen die hinten raus. Was sagt das denn? Das heißt, wir können mit diesem gesetzgeberischen Initiative im Grunde nur 2 Teile des Mietenmarktsegmentes adressieren. Der eine Teil ist die Sozialwohnungen und der zweite Teil sind die 300.000 kommunalen Wohnungen. Das ist sozusagen etwas, was ein bisschen darüber hinausgeht, was in Mietenvolksentscheidsinitiative angelegt war. Sie haben sich ja sehr stark auf die Sozialwohnung aus verständlichen Gründen konzentriert. Wir haben jetzt den Bereich der kommunalen Wohnungen, die wir auf 400.000 aufstocken wollen, hinzugenommen. Es bleibt ein großes Thema in der Mietenpolitik, was der Bund macht. Da machen wir uns nichts vor. Wir können das leider nicht alleine machen. Und auf der Bundesseite haben wir die Frage, wie das BGB ausgestaltet wird, das bürgerliche Gesetzbuch. Und da ist aus meiner Sicht die Kernfrage, die Berlin heute am meisten bewegt, die Frage, wie viele Modernisierungskosten können umgelegt werden. Denn das ist ja das, was eigentlich die Menschen, glaube ich, auch bedroht. Wenn wir 11% Modernisierungskosten umlegen können auf der einen Seite und ich auf dem Kapitalmarkt mir das Geld als Vermieter für 3% leihen kann, dann habe ich ein Delta von 8%. Und das wird noch vermischt und teilweise auch unzulässigerweise vermischt mit der Frage der Energieeffizienz, die wir uns ja eigentlich alle wünschen, damit die Nebenkosten sinken. Aber das wird teilweise instrumentalisiert und zwar auf manchmal sehr perfide Art instrumentalisiert, um eigentlich Mieten anzuheben, luxushafte Modernisierung durchzuführen und dadurch Vertreibung zu organisieren. Das ist eigentlich unser Kernproblem. Und da haben wir dann mal eine große Baustelle beim Bund und da müssen auch die Landespolitiker immer wieder darauf hinweisen, dass das muss dringend geändert werden, damit wir dort Verhältnisse bekommen, die die Vertreibung von Menschen aus Häusern, die luxusmodernisiert werden, zumindest begrenzen. Okay, Herr Lütke-Dahldrupp. Ja. Herr Lütke-Dahldrupp. Wir machen nachher eine Publikumsrunde, dann kommen alle dran. Herr Lütke-Dahldrupp hat gerade ziemlich klar gesagt, wir brauchen eigentlich eine andere Bundesregierung. Das können wir hier am Tisch jetzt nicht lösen, aber da sind Sie sicher mit einverstanden, Herr Wiesner. Ich kann das gerne aufgreifen, weil ich habe ja vorhin auch schon darauf hingewiesen, natürlich ist es so, dass ganz viele relevante Hebel auf der Bundesebene liegen, ja. Ja, also ich glaube, sich hinzusetzen und zu sagen, die ganzen Probleme, die Berlin mieten- und wohnungspolitisch hat, die kann man hier mal eben lösen, das ist nicht die Wahrheit. Ne? Das bürgerliche Gesetzbuch, das Mietrecht, die Modernisierungsumlage, da stimme ich Ihnen völlig zu. Und jetzt kommt aber das große Aber. Glaubwürdig wären wir als Landespolitiker und auch als Bezirkspolitiker doch nur, wenn wir zumindest all das, was landes- und bezirkspolitisch möglich ist, auch machen. Ja, also zumindest das, was ein Land wie Berlin dann auch selber machen kann, das müssen wir umsetzen. Und da habe ich mich vorhin wirklich ein bisschen geärgert. Ich meine, Sie sind noch nicht so ewig in der Verantwortung, aber zu sagen, wir müssen jetzt schnell mal in die Diskussion kommen über diesen alten sozialen Wohnungsbau. Ja, also ich glaube,
da rasten Leute aus, die noch viel länger als ich irgendwie dieses Problem kennen, spätestens mit dem Fanny-Hensel-Kiez, also ich glaube, das ist jedem hier im Begriff, ist das doch ein Thema gewesen, was in der Öffentlichkeit war und wo sich jeder halbwegs vernünftig denkende Mensch an den Kopf gefasst hat und gefragt hat, wie kann das eigentlich sein? Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Versäumnis, dass es diesen Volksbegehren gebraucht hat, dass wir jetzt mehr oder minder eine Brückenlösung haben, ja, oder eine Hilfe, die einigen zugutekommt, leider nicht allen, aber dass wir eigentlich in den vergangenen Jahren es nicht geschafft haben, das anzugehen. Es gibt ein Gutachten, ja, ich glaube, das zeigt Wege auf. Ob sich das dann alles so realisiert, wird man sehen, aber zumindest müsste man endlich mal anfangen. Man müsste endlich mal mit anfangen, diese ganzen alten Förderverträge sich anzugucken, denn das, was da passiert ist, das ist doch was, was, ich habe es vorhin gesagt, uns alle ärgern muss, dass da einige wenige ordentlich abkassiert haben auf Steuerzahlerinnenkosten, das doppelt, ne, und zwar damals durch die Förderung und heute durch subventionierte Mieten. So, das geht nicht und da müssen wir dringend ran. Und da hätten wir uns sicherlich alle auch mehr in diesem Gesetz gewünscht. Gleichwohl wissen wir, auch das Gesetz wird das nicht von heute auf morgen lösen. Parteipolitisch, glaube ich, ist es auch gar nicht sinnvoll zu sagen, wir haben da ein Volksbegehren und das ist quasi die Fortsetzung von Parteipolitik mit anderen Mitteln. Auch wir Grüne haben uns das angeguckt. Und bei dem Ursprungsentwurf der Initiative gesagt, da stand so ein Ankaufszwang drin. Also da sollte das Land verpflichtet werden, solche alten Objekte aufzukaufen. Da haben wir gesagt, das finden wir falsch. Da sind wir auch mit der Initiative in Diskussionen gegangen, weil wir gesagt haben, also wenn da Vermieter irgendwelche Fantasiepreise aufrufen und das Land dann koste es, was es wolle, die aufkaufen muss, das kann nicht richtig sein. Da fand ich das sehr gut, dass die Initiative gesagt hat, ja, sehen wir ein, nehmen wir raus den Vorschlag, gleichwohl, wir müssen irgendwie das Problem lösen. Und da gibt es ja neben Richtsatzmiete etc. pp. Noch ein anderes Instrument, was man zumindest hin und wieder mal in Anschlag bringen könnte, und das ist der Aufkauf. Also dieses ganze Gesetz ist ja sehr neubauorientiert, ist mein Eindruck. Und ich glaube, Neubau ist nicht falsch, im Gegenteil, Neubau ist wichtig, gleichwohl Mieten im Bestand sind eben auch wichtig, gerade die Sozialmieten. Und da würde ich mir wünschen, das ist auch eine direkte Frage, ob diese Idee des Aufkaufs da, wo es Sinn macht, nicht eine ist, die man viel, viel stärker verfolgen müsste als Land Berlin. Ich weiß nicht, wie viel diese Objekte aufgekauft sind, worden sind, beispielsweise im letzten Jahr. Ich kenne keins. Vielleicht gibt es einige, zwei oder drei. Ist ja mal ein Anfang, aber ist auch viel zu wenig, stimmen Sie mir wahrscheinlich zu. Also ich glaube, auch das wäre eine Möglichkeit, hier, sagen wir mal, indirekt aus dem System auszusteigen. Und ansonsten, ja, können wir ganz, ganz viel diskutieren, was sich auf Bundesebene ändern muss. Aber es bleibt auch genug in Land und Bezirken zu tun. Lassen Sie mich ein Beispiel nennen, weil mich das auch besonders ärgert. Und da geht der Ärger gar nicht in Ihre Richtung. Umwandlungsverordnung. Wir wissen, Umwandlung ist einer der größten Mietpreistreiber. Ja, da ist jetzt irgendwann mal die Umwandlungsverordnung gekommen, hat lange gedauert. Ja, aber wo kann sie umgesetzt werden? Nicht überall in Berlin, sondern nur da, wo es Milieuschutz gibt. Nur da, wo Bezirke sogenannte Milieuschutzgebiete ausweisen. Und da sagt eine SPD auf Landesebene, wir wollen eine Umwandlungsverordnung, aber SPD-Stadträte beispielsweise in Neukölln sagen, aber Milieuschutz machen wir hier nicht. Ja, also auch da greift das zu kurz. Deswegen lassen Sie uns über die Bundesebene diskutieren, aber lassen Sie uns vor allem auch unter Beweis stellen, dass man all das macht, was hier möglich ist. So kommen wir, glaube ich, in eine bessere Diskussion auch auf Bundesebene, als wenn der Bund dann immer auf uns verweisen kann und sagen kann, naja, aber dafür müsste Berlin oder dafür müssten die Bezirke doch mal dieses oder jenes tun. Daniel, du hast ja jetzt einen weiten Bogen geschlagen, nochmal zur Bundespolitik. Aber lassen Sie uns doch nochmal zurückgehen zu diesem Punkt. Wir haben auch Sachen verändern wollen im Volksentscheidsgesetz, was wir eingebracht haben, zu dem Demokratiepolitischen, was wir wo wir auch Probleme hatten und wo auch der Senat jetzt nicht gerade hilfreich war. Wenn wir eine basisdemokratische Gesetzesinitiative machen, gab es diverse Hürden, die da eingestreut wurden. Beispielsweise wurde eben immer wieder mit einer Verfassungsklage gedroht. Nach wie vor gibt es ja noch keine Bewertung des Gesetzes, also unseres Gesetzes, also unser Mietenvolksentscheid ist momentan eigentlich immer noch in der Schwebe. Es gibt noch keine öffentliche Stellungnahme vom Senat dazu. Die Senatsinnenverwaltung hält sich da nach wie vor bedeckt. Das heißt, die Frage ist ja immer noch, wann wird eigentlich über unser Gesetz gesprochen, verhandelt,
Jetzt war der Senat sehr schnell, sein Gesetz vorzulegen. Wie gesagt, wir hatten immer uns vorbehalten, dass wir erst noch prüfen müssen. Unsere Prüfung ist jetzt des Senatsgesetzes, ist jetzt veröffentlicht. Was ist eigentlich mit dem Senat, also mit unserem Gesetz? Wann wird das eigentlich überprüft? Da ist doch ein Apparat, der hauptamtlich daran arbeitet. Herr Lücke-Daldrup, kommt da noch was? Oder ist es eigentlich aus Ihrer Sicht längst erledigt, weil Sie jetzt Ihren eigenen Entwurf haben? Ich gehe davon aus, dass der Innensenator eine Stellungnahme abgeben wird, wie das nach Gesetz vorgesehen ist. Die Große Koalition funktioniert nicht so gut, das hört man mal wieder. Nein, hier raus. Ich will jetzt gar nicht koalitionsinterner jetzt diskutieren, sondern ich wollte nochmal auf die Frage eigentlich eingehen, die Herr Wesener gestellt hat. Die Frage nämlich nach dem Ankauf, die ist ja wichtig. Und wir haben in den letzten 3 Jahren etwa 25.000 Wohnungen angekauft. Darunter waren, glaube ich, etwa 4.000 bis 5.000 Sozialwohnungen, also nicht so ganz wenig. Und es ist immer unsere Strategie, wenn es bezahlbar ist, Bestandswohnungen zu erwerben. Das Problem, was wir zurzeit haben, ist, dass die Immobilienpreise wie eine Rakete nach oben gehen. Und Sie haben ja auch in der Zeitung gelesen, dass jetzt die zwei ganz großen Wohnungsunternehmen gerade über Fusion oder feindliche Übernahme diskutieren. Und das betrifft auch Berlin massiv. Die privaten Wohnungen. Die beiden großen privaten, Vinovia und Deutsche Wohnen, glaube ich, heißen die. Das ist in Berlin ja sehr große Bestände, auch Bestände, wo es massive Mieterauseinandersetzungen gibt. Und ehemalige kommunale Wohnungen, weil die Deutsche Wohnen die GSW ja geschluckt hat. Weiß, die ich weiß. Ich will es nur noch mal fürs Publikum in Erinnerung bringen. Ich habe doch schon Abbitte getan am Anfang. Ja, das können Sie auch gerne immer wieder tun, davon wird es ja nicht anders. Nein, die Frage ist ja, finde ich, was macht man, also wie geht man das mit einer konzertierten Aktion womöglich an, dass man diese Ankäufe überhaupt tätigen kann? Wenn Sie mich jetzt nicht unterbrochen hätten, hätte ich noch einen Satz gesagt. Gut, machen Sie das, vielleicht gibt es ja schon die Antwort. Nein, also erstens, wir haben die Strategie, weiter anzukaufen. Wir haben das Problem zurzeit, dass die Preise sich sehr nach oben entwickelt haben und ich will auch nochmal erklären, wieso wir da ein echtes Problem haben. Denn das, was wir für die angekauften Objekte bezahlen, müssen am Ende die Mieter ja finanzieren. Mit den Mieten, die die Mieter bezahlen, muss der Kapitaldienst bedient werden. Und insofern kann man nicht einfach Mondpreise als Land Berlin zahlen. Das war ja auch das Problem mit den Ankaufsvorstellungen im Mietenvolksentscheid, weil das uns gezwungen hätte, bestimmten Objekten Preise zu zahlen, die eigentlich nicht ökonomisch vertretbar sind und auch nicht refinanziert werden können. Das heißt, wir müssen gucken, was wir dort erreichen können. Es gibt einige Vermieter, die sich von ihren Beständen trennen, die, sage ich mal, meinen Worten ein soziales Gewissen haben, die ganz bewusst sagen, ich biete die Bestände erstmal kommunalen Unternehmen an, ich will, dass meine Bestände in gute Hände kommen. Sowas haben wir Gott sei Dank in letzter Zeit auch mal gehabt. Ich glaube, wenn die Fusionsdebatte der Großen zu Ende ist, das wird ja relativ bald der Fall sein, dann müssen sich ja irgendwelche Aktionäre entscheiden und man hört ja das ein oder andere, dann wird auch wieder eine Zeit kommen, wo das ein oder andere sich auf dem Markt bewegen wird. Weil so Fusionen müssen ja irgendwie bezahlt werden. Und das ist dann vielleicht wieder ein Zeitpunkt, wo Berlin das eine oder andere auch erwerben kann. Und wir haben bestimmte Erwerbsinteressen auch. Und ich will das hier nicht öffentlich auf den Markt austragen, aber wir haben klar auch immer gesagt, dass wir, wenn es erreichbar ist und bezahlbar ist, wir vor allen Dingen auch auf Sozialwohnungsbestände uns konzentrieren wollen. Das ist ja total gut zu hören. Aber ich wundere mich ein Stück weit, warum jetzt liegt ein Gutachten vor, was besagt, die Vermieter im sozialen Wohnungsbau hätten so viel Geld nicht bekommen können müssen. Es gäbe jetzt vielleicht sogar rechtliche Schritte, das ganze System in Frage zu stellen, auch die Hoffnung auf weiteres sicheres Einkommen der Vermieter kann man da eigentlich in Frage stellen. Warum stürzen sich da nicht alle drauf? Also warum macht jetzt nicht auch die Grünen, die als Auftraggeber dieses Gutachtens eigentlich da federführend waren, warum stürzt sich nicht die Senatsverwaltung da drauf? Das wäre doch die Möglichkeit, den Vermietern nahezulegen, diese Bestände werden langsam unrentabel, gebt sie doch mal ans Land. Liebe Frau Habermann, es war ja ein netter Versuch, aber leider ist es ja so, die Rechtslage wird sich erst dann herausstellen, wenn die Gerichte das entschieden haben. Bisher sind die rechtlichen Aussagen der Gerichte leider andere.
Und ich glaube nicht, wir werden nicht um die sehr schwierige Aufgabe drum herum kommen, nochmal grundlegend zu versuchen, am sozialen Wohnungsbausystem etwas grundlegend zu verändern. Und dabei wird dieses Gutachten sich auch eine Rolle spielen. Wir müssen aber uns die Rechtsprechung anschauen. Und ich fand ja die Idee, die der Gutachter vorgetragen hat, das war ja wie für mich was Neues, dass er vermutet, behauptet oder auch weiß, wenn die Gerichte am Ende entscheiden, dass es ein Individualklagerecht gibt. Das wäre mal ein Instrument, und da denke ich mal, schaue ich in Richtung Mietervereine, das wäre mal ein Instrument zu gucken, ob das denn stimmt, was Herr Schwab uns erzählt. Weil viele andere erzählen ja was anderes. Das ist ja immer das Problem mit Gutachten, das sind immer Meinungsäußerungen von Experten und die sind aber leider nicht immer in die gleiche Richtung. Und das wäre eine tolle Möglichkeit, mal da ein bisschen Klärung hereinzufahren. Ansonsten müssen wir uns, glaube ich, der schwierigen Aufgabe unterziehen, das System grundlegend anzugucken. Und das wird mit einem Gutachten zu lösen sein. Ich würde gerne dazwischen... Darauf müssen wieder die Mieter und Mieterinnen die Arbeit machen. Also das ist doch jetzt wieder eine Verlagerung. Wir sollen jetzt die Einzelklagen machen, damit das irgendwann rauskommt. Kann man da nicht mal in die Verantwortung gehen, der Politik zu sagen, da ist was falsch gelaufen, das müssen wir uns jetzt genau angucken. Und das ist eine Chance, dass wir nicht diese 40 Millionen oder 45 Millionen pro Jahr an Mietsubventionen rausgeben müssen. Da könnte man vielleicht sogar was sparen. Kann man? Ich habe doch schon gesagt, dass diese Frage, wie das soziale Wohnungssystem grundlegend verändert werden kann, auf der Agenda steht. Die andere Frage ist, wer ein Individualklagerecht nach BGB hat. Und insofern kann man doch auf verschiedenen Schienen vorgehen. Das ist auch in der Vergangenheit schon passiert, dass Mieterinnen und Mieter über die Mietervereine, nicht mit eigenem Geld, sondern um die Initiative Unterstützung der Mietervereine, dafür gibt es die ja auch, versucht haben, ihre Rechte durchzusetzen. Wie bei der Mietpreisbremse ja auch gerade erfolgreich in einem Fall. Okay, wenn ich es richtig verstanden habe, wären hier verschiedene Parteien, die jetzt mal kräftig an einem Seilende ziehen könnten, damit es in eine Richtung geht und nicht weiterhin Stillstand gibt. Ich habe jetzt festgestellt, wir haben, bevor wir gleich zur Publikumsrunde kommen, ich möchte das wenigstens kurz noch herausfinden oder versuchen herauszufinden. Wir haben jetzt sehr viel über die Instrumente geredet, die versuchen, bestehende Mieten irgendwie niedriger zu kriegen, also abzufedern etc. und so weiter, Mieterrechte irgendwie beizubehalten. Wir wissen aber alle, wir sind in einer wachsenden Stadt. Es kommen irgendwie jährlich im Augenblick 50.000 Leute mindestens dazu, die hier wohnen wollen. Und das zweite große Instrument, was ein bisschen auch in diese Richtung spielt, ist der Wohnraumfonds, der, Frau Hamann hat es vorhin gesagt, am liebsten ein revolvierender Wohnungsbaufonds gewesen wäre, in den ganz viel Geld reinfließt und so. Das ist er. Gibt es denn in diesem Punkt jetzt wenigstens Einigkeit zwischen der Mieterinitiative und den Senatsverhandlern, dass man da nicht aneinander vorbei diskutiert hat? Oder steckt da auch, wie bei dieser 30% Sozialmietenregelung, der Teufel im Detail, Frau Hamann? Auch da, also erstmal ist es gut, dass es ihn gibt. Wir haben das seit 2012, wir haben es 2012 auf der Konferenz im Abgeordnetenhaus zum sozialen Wohnungsbau eigentlich schon als Modell vorgestellt. Es ist super, dass es ihn jetzt gibt, dass er revolvierend ist. Frage natürlich, brauchst du dafür erst einen Mietenvolksentscheid, um den einzurichten? Offensichtlich ja. Und das Kleingedruckte muss man sich dabei jetzt natürlich auch angucken. Die Wohnungspreise, die da jetzt gefördert werden für Neubau, sind aus Sicht der Initiative bei 6 Euro pro Quadratmeter zu hoch für geringe Einkommen. Dann ist natürlich auch die Frage, die Gemeinwohlorientierung, die war ja in unserem Gesetz für den Wohnraumfonds auch vorgesehen. Jetzt sind auch private Eigentümer mögliche Antragsteller für diesen Fonds. Damit ist ein Stück weit Gemeinwohlorientierung raus, meiner Meinung nach. Und dann ist die Frage auch, was ist mit den, eben reicht das Volumen für diesen Fonds? Muss das jetzt nicht angesichts der vielen Neuankömmlinge, der vielen Geflüchteten, die jetzt mit Wohnraum versorgt werden müssen, aufgestockt werden? Ja. Reicht das Volumen, Herr Ludgedahl? Das ist immer so eine relative Frage. Ich meine, wir haben 10 Jahre überhaupt nichts gefördert. Wir haben 2014 mit 1.000 Wohnungen angefangen, in diesem Jahr fördern wir 1.500, im nächsten Jahr 2.500, übernächsten Jahr 3.000. Wenn Sie mich im Januar gefragt hätten, hätte ich gesagt, wenn wir das schaffen, haben wir was Gutes erreicht. Wenn Sie mich heute fragen, jetzt ist November, würde man sagen, das könnte auch noch mehr sein, weil der Druck so groß ist. Und ich glaube, ich suche nach Gemeinsamkeiten, aber ich glaube, wir haben, glaube ich, schon ein gewisses gemeinsames Verständnis darüber entwickelt,
dass der Wohnungsneubau auch sehr wichtig ist. Das ist ja in der politischen Debatte in den letzten Jahren nicht immer so ganz klar gewesen, weil wir können ganz tolle Gesetze machen, im BGB noch viel ändern. Solange Druck da ist, solange Wohnraum knapp ist, werden es immer wieder findige Eigentümer geben, Vermieter geben, die irgendwelche Umgehungs- oder am Vorbeischlitternsmöglichkeiten an aller Regulierung finden. Und das, was wirklich am meisten hilft, ist mehr Wohnraum. Und da gibt es in der Tat einen gewissen Zielkonflikt. Insofern, als ich finde, 6 Euro Miete ist in Ordnung für einen Neubau, weil er relativ geringe Betriebskosten hat und weil 6 Euro Miete auch für jeden Transferleistungsempfänger bezahlbar sind, weil es von der WAF, von der Wohnaufwendungsverordnung durch die Arbeitsagenturen und das Land Berlin am Ende bezahlt wird. 6 Euro erstattet die Arbeitsagentur. Und ich finde, das ist dann auch ein Wert, der okay ist. Wenn man da noch weiter runter will, kann man alles machen. Nur das heißt, da das Geld ja irgendwie endlich ist, gibt es dann weniger neue Wohnungen. Wir müssen sozusagen den richtigen Weg, was die Miethöhe betrifft und was das Mengenziel betrifft. Wir brauchen einfach viel mehr Wohnungen in Berlin erreichen. Und ich weiß, dass sehr viele Initiativen in der Stadt auch unterwegs sind, baut viele Wohnungen, aber bitte nicht in meiner Nachbarschaft. Ich kann Ihnen nicht ersparen, das anzusprechen. Es gibt ganz viele lokale Debatten, Konflikte und manchmal auch sehr fulminante Konflikte darüber. Und wir müssen, glaube ich, alle miteinander uns dafür einsetzen, dass mehr Wohnungen gebaut werden. Weil nur mehr Wohnungen werden den Markt ein Stück entlasten. Wir müssen das anständig machen, wir müssen den Freiraum respektieren, wir müssen das auch dicht bauen, kompakt bauen, die landeseigenen Grundstücke dafür auch komplett einsetzen, soweit es irgend möglich ist, damit wir preiswerten Wohnraum errichten können. Aber die Frage, dass Berlin mehr Wohnungen braucht und wahrscheinlich sogar viel mehr Wohnungen braucht, ist evident. Wir haben mittlerweile 50.000 Flüchtlinge in Gemeinschaftsunterkünften. Die werden diese Unterkünfte verlassen in absehbarer Zeit. Irgendwann wird das BAMF mal einen Asylantrag beantragt, also Arbeitern. Dann drängen sie alle auf den Wohnungsmarkt. Das heißt, wir haben da eine riesige Aufgabe und da wird man sicher diskutieren müssen, aber wir müssen auch einfach vorankommen in der Frage. Wir müssen vorankommen, nicht nur in der Diskussion. Kurze abschließende Frage in der Runde noch an Daniel Wesener. Nochmal, um den Wohnungsbau zu konkretisieren. Wir haben 50.000 Leute, die dieses Jahr, glaube ich, nach Berlin ungefähr dazukommen. Die Flüchtlinge kommen wahrscheinlich noch oben drauf. Es sind letztes Jahr laut Statistik 8.700 Wohnungen neu dazugekommen gekommen. Wenn man die ungefähr so besetzt wie die üblichen Berliner Wohnungen mit 1,8 Menschen pro Nase, sind das Platz für 16.000 Leute. Das heißt, es wird enger, Daniel Wesener. Müssen wir da irgendwo Abstriche machen? Naja, ob man Abstriche machen muss, das ist immer eine individuelle Frage. Das ist sozusagen dieser Konflikt, den der Lütke Daldrup angesprochen hat, den ich aus vielen Bezirken kenne, nach dem Motto, wo soll gebaut werden und in welcher Verdichtung und mit Ausgleichsmaßnahmen und so weiter und so fort. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen sind wir uns auch einig. Herr Lütke Daldrup, ich würde diese letzten Sätze von Ihnen alle unterschreiben mit einer Ergänzung. Es geht nicht nur um neue Wohnungen und wir brauchen nicht nur mehr Wohnraum, sondern das Entscheidende ist das Wort bezahlbar. Ja, ne, aber weil das glaube ich, das ist sozusagen die Krux. Und es gibt sicherlich auch Not in my Backyard und so weiter und so fort. Aber ein Teil des Widerstands rührt meines Erachtens daher, dass viele Leute zu Recht den Eindruck haben, da werden zwar Wohnungen gebaut, aber bestimmt nicht für sie oder für Otto-Normalverbraucherinnen oder für Flüchtlinge oder für wen auch immer, sondern das, was in den letzten Jahren entstanden ist in Berlin, das war natürlich vor allem Wohnungen im hochpreisigen Segment. Es wurde übrigens auch viel gebaut, aber auch keine Wohnung, ja, sondern Shopping-Malls und so weiter und so fort. Will ich Ihnen jetzt auch nicht anlasten, aber ich glaube, solange die Politik nicht deutlich macht, dass es um bezahlbaren Wohnungsbau geht, solange haben wir das Problem und solange gibt es da auch einen Widerstand. Wie man das dann macht, das ist natürlich nicht einfach. Da hat, glaube ich, auch der Senat ein paar erste Schritte unternommen. Es gibt auch in puncto Wohnungsvergabe jetzt eine Regelung. Da hätten wir uns wahrscheinlich auch ein bisschen mehr gewünscht bei der Wohnungsvergabe. Das korrigieren Sie mich, vorgesehen in dem neuen Wohnraumversorgungsgesetz, dass hier 55% von Leuten mit WBS, also Wohnungsberechtigungsscheinanspruch, zugekommen wollen.
würde ich sagen, wir hatten da mal eine dritte Quote ins Gespräch gebracht, also dass man sagt, nicht 55%, wo sie dann auch noch 20% für sogenannte Mieterinnen und Mieter mit besonderen Bedarfen reinnehmen, sondern wir hatten vorgeschlagen, lasst uns doch einfach das abbilden, was Berliner Mischung zumindest statistisch ist. Und das wäre so eine Drittelung. Wir haben eben ein Drittel von Menschen, die im Transferhilfebezug direkt, indirekt sind. Wir haben ein Drittel von Menschen, wo WBS dann sagen, probates Mittel wäre. Und dann könnte man auch noch ein Drittel für den sogenannten freien Markt nehmen. Das hätte uns besser gefallen, sage ich ganz ehrlich. Aber ich glaube, das Entscheidende wird sein, sowohl beim Wohnungsneubau zu gucken, ob jetzt öffentlich oder privat, wie kriegt man eine Bezahlbarkeit hin? Bei Privaten ist das natürlich schwieriger, da muss man über städtebauliche Verträge reden etc. pp. Aber letzten Endes müssen wir vor allem im öffentlichen Wohnungsbau beweisen, dass dann für die Menschen gebaut wird, die dann später auch in diesen Wohnungen wohnen sollen. Und das sind eben Leute, die ja nicht das große Portemonnaie haben. Und solange wir das nicht hinbekommen, solange haben wir bei dieser ganzen Neubaudiskussion in Berlin auch ein riesiges politisches Legitimationsproblem. Widersprechen Sie noch kurz, dann habe ich noch eine letzte Frage an Frau Hamann und dann dürfen Sie schon mal warm denken, was Sie so zusteuern wollen. Ich will nicht wirklich widersprechen, sondern noch mal ergänzen. Es ist völlig richtig, was Sie sagen, dass wir das Hauptproblem bei Bezahlbarkeit haben. Aber wir haben auch ein großes Mengenproblem und mir ist eigentlich, ich sage es mal vielleicht etwas provokant, jede Wohnung recht, die gebaut wird. Ich nehme mal ein paar Wohnungen raus, die am Bahnhofs-Friedrichstraße entstehen, für die Superreichen, die würde Berlin nicht wirklich brauchen. Aber wenn auch Leute, die sich eine Eigentumswohnung für 300.000 Euro kaufen, die müssen sie erstmal finden. Was viel Geld ist, die war vor 3 Jahren 110 Quadratmeter groß. Heute ist sie noch 90 Quadratmeter groß. Mhm. Das zeigt die Preisentwicklung. Aber es ist trotzdem gut, dass auch für dieses Segment gebaut wird, weil wenn die das nicht bekommen, werden sie versuchen, sich im Bestand einzukaufen. Die werden dann zu den Umwandlern gehen und sagen, kannst du eine Altbauwohnung verkaufen? Das heißt, es ist eigentlich für den Wohnungsmarkt in der jetzigen Lage wichtig, dass wir in allen Bereichen mehr Wohnungen bekommen, damit die Menschen mit viel Geld im Portemonnaie nicht die Menschen mit wenig Geld aus ihren Altbauwohnungen rausverdrängen, weil sie sozusagen als Eigentümer die erwerben wollen beispielsweise. Also wir haben auf allen Segmenten einen Bedarf. Der Staat, da bin ich wieder völlig bei Ihnen. Wir müssen uns als Land Berlin vor allen Dingen um die kümmern, die wenig Geld im Portemonnaie haben. Deswegen ist Wohnungsbauförderung ein ganz zentraler Punkt der Politik. Und wir werden sicher in der nächsten Legislaturperiode auch darüber reden müssen, ob wir nicht noch mehr Unterstützung in dem Bereich organisieren müssen, weil der Wohnungsmarkt zu eng ist. Letzte Frage an Frau Hamann, die vielleicht da ein bisschen dran anschließt. Also noch mehr Power, noch mehr Unterstützung, noch mehr Engagement von unten auf der einen Seite und auf der anderen Seite dieses offensichtliche Murren aus Ihrer Initiative an dem Gesetzentwurf, den der Senat jetzt vorgelegt hat. Warum machen Sie nicht einfach weiter und gehen in die zweite Stufe vom Volksentscheid und halten das Thema am Köcheln und lassen die Leute auf der Straße und treiben weiter erfolgreich den Senat vor sich her in der nächsten Legislaturperiode? Ja, wir sind jetzt in der Lage, dass wir unser Gesetz eingereicht haben mit den 50.000 Unterschriften und die Bewertung fehlt. Ja, also das ist, was ich vorhin schon angesprochen habe, das große Problem momentan, um weiterzumachen, liegt natürlich darin, dass wir in diesem Verfahren, in dem der Volksentscheid jetzt steckt, auf die Bewertung der Senatsinnenverwaltung warten müssen, um weitermachen zu können. Okay, das ist ein formales Problem. Nee, das ist ein Volksentscheid ist ja sozusagen voller formaler Regelungen. Ja? Wir müssen auf diese Regelungen warten, jetzt fehlt diese und erst dann können wir entscheiden, ob das, was der Senat jetzt vorlegt und was er beschließt, ob das ausreichend ist und ob wir da weitergehen wollen und können. Das ist auch nicht ganz nur von uns abhängig natürlich, das entscheidet die Landeswahlleiterin, glaube ich, ob jetzt 80% übernommen wurden von dem Gesetz, sich abbilden in diesem Abfanggesetz oder ob es weniger sind. Das müssen wir aber auch gemeinsam mit der Initiative
entscheiden. Und das haben wir auch immer gesagt, das haben auch diejenigen, die in die Gespräche gegangen sind, gesagt, sie können diese Entscheidung nicht alleine treffen. Das ist eine basisdemokratische Initiative, die muss die gemeinsam fällen. Und auch der Bewertungsprozess dieses neu vorgelegten Entwurfs ist jetzt abgeschlossen von uns. Gibt es die Bewertung, die fällt recht kritisch aus. Aber sie hat sich, also wir haben uns sehr viel Mühe gegeben, in diesem Bewertungsprozess wirklich auch gemeinsam zu einer Bewertung zu kommen, in einer basisdemokratischen, ehrenamtlich arbeitenden Initiative. Mir ist unklar, warum das nach wie vor noch nicht vorliegt, was die Senatsverwaltung dazu zu sagen hat, aber das ist sozusagen das Prozedere, ne? Wir müssen erstmal warten. Dann kommen wir zu einer Entscheidung, dann müssen wir entscheiden, was ist mit dem Senatsgesetz, reicht uns das aus oder nicht. Das aber nochmal, das Senatsgesetz liegt doch vor und dazu muss man sich doch letztendlich verhalten, ob das reicht und man von der Mieteninitiative jetzt sagt, okay, das war's diesmal, oder ob man weitergeht. Ja, der Senat hat ja auch noch die Chance, am Morgen, glaube ich, wird es im Bauausschuss besprochen, also im zuständigen Fachausschuss, im Abgeordnetenhaus, hat da schon noch die Chance, Verbesserungen vorzunehmen. Also viele Punkte, wo wir sagen, das reicht nicht. Die sind ja auch, die werden auch morgen, denke ich, im Bauausschuss besprochen. Da haben auch einige, haben die Oppositionsparteien, soweit ich weiß, noch Veränderungsvorschläge, die morgen zur Abstimmung kommen. Also da gibt es durchaus noch die Möglichkeit, da Sachen zu verändern. Okay. Lassen wir also erstmal so stehen. Wir haben jetzt dummerweise doch ein bisschen länger gelabert, als ich das geplant hatte. Es ist 9:05. Wir haben Herrn Lüttke-Dahldrup versprochen, dass er 9 gehen darf. Das heißt, wir haben noch eine gute halbe Stunde. Ich werde jetzt mit diesem Mikro hier, das so schön beweglich ist, durch den Saal gehen und gucken, ob es einzelne Stellungnahmen, Aufforderungen, Fragen etc. gibt. Bitte immer darum, sich einigermaßen kurz zu fassen, damit möglichst viele drankommen und wir dann hier vorne auch wieder Möglichkeiten haben zu antworten. Gibt es denn? Da hinten war die erste, da springe ich jetzt einfach mal hin. Ja, mein Name ist Horst Ahrens. Ich habe 2 Fragen an Herrn Lüttke-Dahldrup. Das Problem ist ja, wie können wir den Vermietern an die Wäsche gehen? Und da haben Sie ja nun jetzt die Ausflucht gemacht, ja, das geht jetzt nur über Gerichte. Wir müssen gucken, Individualrecht und Individualklagerecht, ob das irgendwie erfolgreich ist. Jetzt haben Sie aber einen entscheidenden Punkt ausgeklammert. Sie können auf landespolitischer Kompetenz die 2. Berechnungsverordnung ändern und den berühmten Einfrierungsgrundsatz, den kann ich jetzt nicht erklären aus Zeitgründen, novellieren. Und damit haben Sie ein Instrument, um den Vermietern eindeutig zu verbieten, dass sie überhöhte Kostenmieten in Anspruch nehmen. Frage also, warum ändern Sie nicht die 2. Berechnungsverordnung? Und konkret zu diesem Punkt gibt es ja jetzt einen ganz konkreten Konflikt in der Koloniestraße. Und wir hatten in den Verhandlungen ja von Ihnen die Ansage, 2,50 Euro ist die absolute Kappungsgrenze, mehr können wir an überhöhten Kostenmieten nicht kompensieren. Die Leute in der Koloniestraße haben eine Verdopplung der Miete, zahlen jetzt 12 bis 15 Euro. Es ist nach meiner Ansicht politischer Skandal, dass von diesen 12 bis 15 Euro nur 2,50 Euro senatsseitig kompensiert werden. Frage also, warum gehen Sie an das Problem nicht intensiver ran? Warum versuchen Sie nicht, diesen politischen Skandal abzufedern? Die Begründung in den Verhandlungen war von Ihnen eindeutig. Die Haushaltsproblematik ist vorrangig. Wir können nicht mehr als 45 Millionen rausrücken, weil wir müssen ja auch noch Schulden tilgen. Ich sage nur, wer heute Schulden tilgen will, die vielleicht 1,5 oder 2% Zinsen kosten, der kann irgendwie mit den Rechnungsarten, Grundrechnungsarten nicht richtig umgehen. Danke erstmal. Herr Lüttke-Dahldrup, wollen Sie gleich antworten? Ja, ich will ja nicht über die Grundrechenarten jetzt philosophieren, aber stellen Sie sich mal vor, die Zinsen würden wieder auf 5 oder 7% steigen, dann würden den Landeshaushalt bei 60 Milliarden Schulden auf über Nacht 1 bis 2 Milliarden verloren gehen. Also das ist nicht so ganz trivial mit den Schulden, auch wenn wir das manchmal nicht so ernst nehmen wollen.
Man muss auch dazu sagen, ein erheblicher Teil unserer Schulden sind Wohnungsbauschulden der Vergangenheit. Auch das gehört mit zur Wahrheit. Ich will aber ganz konkret antworten, ich habe ganz konkrete Fragen gestellt. Koloniestraße, da ist die Situation eigentlich klar. Die Koloniestraße ist, glaube ich, im Jahr 2010 am Insolvenzverfahren gegangen und nach den rechtlichen Grundlagen ist deshalb bei der Koloniestraße am 31.12.2013 der Zustand des sozialen Wohnungsbaus beendet. Das heißt, dazu gibt es auch wieder einen Bescheid des Bezirksamtes, hätte vielleicht ein bisschen eher kommen können, aber es ist da. Das heißt, es gilt dort nicht mehr das soziale Wohnrecht mit den ganzen Verwerfungen, die Sie angesprochen haben. Das heißt, die 12 Euro sind nach unserer Rechtsauffassung unzulässig, sondern es muss, ich glaube 6 Euro ist die Miete heute, wenn ich das richtig gehört habe von den Mietervertretern, es kann nach dem geltenden Recht dort maximal um 15% erhöht werden. Das wären bei 6 Euro eine Erhöhung auf 6,90 Euro. Damit ist die Koloniestraße, wenn man es richtig anschaut, und nach dem geltenden Recht, das ist ja extra eingeführt worden, diese Veränderung des Wohnraumgesetzes, damals schon, nach dem geltenden Recht die Erhöhung nicht nötig. Ich habe das auch den Mietervertretern gestern geschrieben, damit auch da mal Klarheit entsteht, auch eine klare Senatsrechtsauffassung mitgeteilt. Und ich hoffe, dass damit diese Sache auch jetzt eine Klärung erfährt, die eindeutig ist. Da wird vielleicht jemand versuchen, noch gegen rechtlich vorzugehen, das kann schon sein, aber die Rechtslage ist aus unserer Sicht des Senats für Bauverwaltung völlig klar und eindeutig. Ab 31.12.13 gilt das normale BGB-Mietrecht. Wir haben in Berlin eine Kappungsgrenzenverordnung, das heißt maximal in 3 Jahren dürfen 15% die Mieten erhöht werden. Wenn sie bei den Kommunalen wären, wäre es sogar maximal in 4 Jahren. Das ist nun leider nicht der Fall. Aber dieser Irrsinn, der aus dem Abbruch der Anschlussförderung entstanden ist, bei solchen Fällen, der ist zumindest hier nicht einschlägig. Die zweite Frage, die Sie gestellt haben, ist da kommen wir jetzt ins Fachgespräch, ich will das auch nicht vertiefen. Ja, ich weiß, aber Herr Schwab sagt ja, der Einführungsgrundsatz gelte nicht. Er könne novelliert werden. Da sind die rechtlichen Auffassungen sehr unterschiedlich. Ich habe mir dazu jetzt keine abschließende Meinung in einem Tag bilden können. Das wird man sich ja angucken müssen. Aber was ich bisher von den Rechtsexperten gehört habe, war immer eine andere Auffassung. Das wird eine der Themen sein, die man ganz genau wahrscheinlich auch noch mit weiteren Gutachten untersuchen muss. Weil das ist natürlich ein zentraler Punkt. Und der adressiert ja ein durchaus auch verständliches Anliegen. Dass man Kosten, die man damals berechnet hat, aufgrund von hohen Zinsniveaus, die bei der Förderung der 70er Jahre oft gegolten haben, heute zu vergleichsweise hohen Kostenmieten führen, was ja auch noch so irrsinnig ist, dass die Zinsen waren in den 60er Jahren niedriger, die Leute zahlen wesentlich weniger. Da sieht man, wie krank das System ist in der heutigen Situation. Es war damals gut gemeint, aber 50 Jahre später ist es leider relativ schlecht, heute noch umzusetzen. Okay, soweit erstmal. Ich habe jetzt mindestens schon 7 Wortmeldungen hier hinten. Wenn jeder von denen 2 Minuten redet und 2 Minuten geantwortet sind, dann sind wir genau bei 9 Uhr, also schnell. Julia Gerometta von der Grünen Arbeitsgemeinschaft Bauen hier im Land Berlin. Eine Frage, Sie hatten erwähnt, dass der Ankauf von Wohnungen aktuell so teuer geworden ist für die landeseigenen Gesellschaften. Sie haben ja, nachdem die Grünen Sie über Jahre dazu aufgefordert haben, jetzt endlich eine Verordnung auf den Weg gebracht, um einen wesentlichen Preissteigerungsfaktor in den Griff zu kriegen, nämlich die Umwandlung von Mietshäusern in Eigentumswohnungen. Jetzt ist es aber so, dass die Verordnung ja nur dann greift, wenn man in den Bezirken ein Milieuschutzgebiet hat. Ich habe mal vor ein paar Monaten nachgezählt, wie viele Milieuschutzgebiete es gibt in Berlin. Das waren 20, 19 unter grünen Baustadträten und ein anderes. Und ich wollte Sie mal fragen, inwieweit Sie da jetzt eigentlich schon in Gespräche mit Ihren Parteifreundinnen und Freunden in den Bezirken eingetreten sind, ob da jetzt auch dann vielleicht mal das ein oder andere Milieuschutzgebiet auf den Weg gebracht hat. Das hat auch den Vorteil eines Vorkaufsrechts für die Kommunen, also mannigfaltige Vorteile und ich sehe nicht, dass das angewendet wird. Also erstmal sind mir alle Bezirke gleich lieb, egal welches Parteibuch jetzt der Baustadtrat hat. Beim Milieuschutz ist es so, dass, wenn ich habe die Zahlen nicht ganz genau im Kopf, ich meine, es wären 10 oder 12 weitere Verfahren im Gange.
das wird auch von unserer Verwaltung unterstützt, das von meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und ich bin ziemlich sicher, dass wir bald ein paar mehr bekommen werden. Das hat aber nur bedingt was mit dem Ankauf zu tun, ehrlich gesagt. Natürlich haben Sie recht, dass, der Umwandlungsmechanismus ein preistreibender Mechanismus ist. Ja. Es werden aber ganz viele Wohnungen in Berlin gehandelt, die Mietwohnungen bleiben sollen, die sich auch gar nicht zur Aufteilung eignen. Bei Aufteilungsobjekten haben wir es ja häufig mit Altbauten zu tun, aus denen man schicke, luxuriöse Eigentumswohnungen machen kann. Es werden sehr viele Mietwohnungsobjekte gehandelt in den letzten Jahren in Berlin, auch in sehr einfachen Lagen in der Stadt, die trotzdem mittlerweile sehr, sehr hohe Preise haben. Insofern ist der Ankauf weiter wichtig, nur wir müssen als öffentliche Hand auch darauf aufpassen, dass wir den richtigen Zeitpunkt zum Kaufen erwischen. Wenn man in einer Hochpreisphase kauft, wir wissen ja alle nicht, ob das in 5 Jahren immer noch so ist, spricht es viel dafür, aber wir wissen es nicht wirklich. Leider sehr viel. Wir können nur zu Preisen kaufen, die die Mieter am Ende auch durch ihre Miete refinanzieren können. Ja. Herr Lütke-Daldrup, wir hatten ja auch schon des Öfteren die Diskussion zum sozialen Wohnungsbau und deswegen würde ich gerne nochmal darauf zurückkommen. Sie hatten gerade erwähnt, dass der Senat ja eine Expertenkommission gemacht hat im letzten Jahr, wo wir über das Thema sozialer Wohnungsbau schon diskutiert haben. Ich möchte aber nochmal anmerken, zur Wahrheit gehört nämlich auch, immer wenn wir das Thema überhöhte Baukosten angesprochen haben oder fiktive Kosten, also sprich diese überhöhten Kostenmieten, dann haben Sie es abgelehnt, über diese Systemfrage zu diskutieren. Wir haben damals schon all diese Vorschläge, die jetzt Professor Schwab in dem Rechtsgutachten angebracht hat, hatten wir schon zur Sprache gebracht und wollten auch, dass das mit Ihnen diskutiert wird. Und ich möchte auch nochmal daran erinnern, das Land Berlin hat seit 2006 die Gesetzgebungskompetenz, den sozialen Wohnungsbau neu zu regeln. Das werfe ich Ihnen jetzt nicht persönlich vor, aber ich erkenne leider keine Einsicht bei der SPD, Ihre alten Sünden endlich mal aufzuarbeiten und endlich mal für soziale Mieten im sozialen Wohnungsbau auch wirklich zu sorgen. Zudem muss ich noch mal sagen, weil Sie gerade sagen, die Rechtslage und die Mieterinnen und Mieter haben ja vor Gericht verloren und deswegen könnte man da nichts machen. Sie bestimmen die Rechtslage. Sie sind der Gesetzgeber. Natürlich. Das ist doch das Problem. Also, ja, lassen Sie mal antworten. Nein. Lassen Sie mal antworten. Ich muss ja noch einen Satz sagen. Also, bei allem Respekt, aber das Abgeordnetenhaus bestimmt die Rechtslage und die jeweiligen Regierungsparteien haben dabei einen maßgeblichen Einfluss zugestandenermaßen. Also nicht so viel, also Sie, also persönlich würde ich das gar nicht nehmen, der Senat auch nicht, sondern letztlich das Abgeordnetenhaus. Also das Abgeordnetenhaus bestimmt das. Das Abgeordnetenhaus wird durch Wahlen bestimmt. 2016 sind wieder Wahlen. Wir haben jetzt hier ein parteipolitisches Plädoyer gehört. Ich könnte es auch einhalten, das spare ich mir jetzt mal. Wir haben in der Expertenkommission, Sie mögen das ja zum Teil nicht gut finden, was wir da gemacht haben, aber wir haben jedenfalls die Grundlage dafür gelegt, dass der Mietenvolksentscheid überhaupt eine empirische Datenbasis hatte. Das halte ich mir zugute. Insofern habe ich ein bisschen mitgeholfen, dass Sie überhaupt sich auf den Weg machen konnten, weil Sie haben eine Menge Informationen bekommen, die es 20 Jahre lang in Berlin nicht gab. Wir haben zum ersten Mal die Karten endlich mal auf den Tisch gelegt. Und ich meine, dazu gehört auch zur Ehrlichkeit, das Thema war ja überhaupt nicht sozusagen in der Debatte, in der großen Politik des Landes, es war in den Initiativen in der Debatte, aber wir haben durch eine empirische Basis zumindest einen Beitrag geleistet. Naja, mittlerweile, Sie haben die Expertenkommission auch auf Druck der Initiativen überhaupt erst eingerichtet. Das muss man auch mal so rumsehen. Also, auch wieder bei allen Zeiten, mich können Sie nicht wirklich drängen. Wenn ich was nicht wollte, würde es auch nicht mehr auf meinem Schreibtisch passieren. Also ich habe das selber veranlasst, weil ich es für richtig gehalten habe, die Karten auf den Tisch zu legen. Wir haben ein objektives Problem, darüber muss geredet werden. Wir sind mit der Diskussion auch noch nicht zu Ende, das weiß ich wohl. Und die Fragen von Einfrierungsgrundsatz, waren die Baukosten angemessen, sind die Finanzierungskosten angemessen? Diese Diskussion werden wir noch weiterführen und schauen, ob es rechtlich halbwegs plausibel Wege geht, da rauszukommen. Denn dass das für keinen witzig ist und auch für uns nicht witzig als Senat, können Sie sich doch denken. Wenn es einen Weg gibt, das besser zu machen, werden wir es auch machen. Zumindest werde ich es dann vorschlagen. Okay, jetzt war hier hinten. Ja, Magnus Heise mein Name. Ich habe mich, Herr Staatssekretär, in Ihrem Eingangsstatement direkt mehrfach angesprochen gefühlt. Sie haben zum einen sehr viel über Durchschnittswerte gesprochen, über den Berliner Mietenspiegel und auch über den Wohnberechtigungsschein. Zum Ersten möchte ich mal sagen, dass bei so einem Durchschnitt
unheimlich viel vorn und hinten runterfällt. Es ist ja schön, wenn wir einen Durchschnittswert haben, wenn dann aber auch landeseigene Wohnungen mitunter sehr gerne über diesem Durchschnitt liegen, dann hilft uns der Durchschnittswert zur Orientierung auch nicht sonderlich viel. Zum Zweiten, auch beim Wohnberechtigungsschein, das kann ich aus eigener leidvoller Erfahrung berichten, ich habe gerade eine Wohnung gesucht und zum Glück dann nach 4 Monaten endlich mal eine gefunden. Wenn man einen Wohnberechtigungsschein hat, dann sollte der einem insofern auch helfen, dass dann eine bezahlbare Wohnung dahinter steckt. Mir ist eine Wohnung angeboten worden mit Wohnberechtigungsschein mit einer Netto-Kaltmiete von 10,70 Euro. Das hilft einem dann auch nicht sonderlich viel, wenn man dann einen geltenden Wohnberechtigungsschein hat. Und das Nächste, Sie haben auch davon gesprochen, 5,80 Euro oder 6 Euro und auch bei den Landeseigenen. Ich bin Mieter bei der GEWOBAG, ich habe eine Netto-Kaltmiete von 6,70 Euro. Die ist im Vergleich für Berlin noch extrem niedrig, aber trotzdem über dem, was Sie angesprochen haben, das zum einen. Und zum Zweiten steht in meinem Mietvertrag, dass sich meine Miete nach ortsüblichen Mietsteigerungen mitsteigern kann. Ich lebe in einem Kiez, wo momentan ein Neubau nach dem nächsten hochgezogen wird, mit irgendwelchen Luxuswohnungen, die zu 15 oder 16 Euro den Quadratmeter vermietet werden. Wenn dann die GEWOBAG auf die Idee kommt, tatsächlich den Mietvertrag geltend zu machen, und da mitzuziehen, dann weiß ich nicht, wie ich meine Wohnung dann noch bezahlen soll in 3 oder 4 Jahren. Und da möchte ich Sie fragen, wie zweckmäßig sollen dann eigentlich Durchschnittswerte sein, wenn diese Durchschnittswerte ganz leicht erstens verändert und zweitens übergangen werden können? Ja, das ist so. Das muss ich jetzt ein bisschen richtigstellen. Es gibt ein eigenes Mietspiegelfeld für Neubau. Das heißt, wenn Sie nicht in einem Neubau wohnen, sind Sie von dem Mietspiegelfeld für Neubau gar nicht betroffen. Die Mietspiegelfelder für Neubau sind sehr teuer in Berlin. 10, 11, 12 Euro, glaube ich, wenn ich es richtig weiß. Die Mietspiegelfelder im Bestand liegen bei 5,81 Euro im Schnitt und da ist der Neubau schon mit drin. Also liegt der Bestand sogar noch unter 5,81 Euro. Insofern brauchen Sie da keine Sorge haben, weil Sie werden mit Ihrer Wohnung von den Wohnungsbaugesellschaften in die entsprechenden Mietspiegelfelder, die der Wohnlage, der Ausstattung und der anderen Kriterien, die im Mietspiegel dargestellt sind, eingeordnet. Und der Mietspiegel ist ja Gott sei Dank, obwohl er viele Befürchtungen im Raum waren, nicht auf 6 Euro gestiegen, was viele gedacht haben, sondern um 3,5% auf die 5,81 Euro, die er momentan hat, im Schnitt. Natürlich gibt es dann, wenn der Schnitt 5,81 Euro sitzt, ist die eine Hälfte drunter und die andere Hälfte drüber. Das ist ja völlig klar. Das ist immer so bei Durchschnitten. Aber die Mietentwicklung in Berlin war Gott sei Dank in den letzten 2 Jahren nicht so dramatisch, wie viele befürchtet haben. Das liegt vor allen Dingen daran, dass die kommunalen Gesellschaften und die Genossenschaften mietpreisdämpfend wirken. Das war ja auch eine der Befürchtungen, die wir hatten bei der Anstalt öffentlichen Rechts. Denn die Sozialwohnungen gehen nicht in den Mietspiegel ein. Das sind nämlich gebundene Wohnungen. Wenn man die Wohnungsbaugesellschaft zu Anstalten öffentlichen Rechts gemacht hätte, hätte die große Gefahr bestanden, dass die 300.000 kommunalen Wohnungen aus dem Mietspiegel rausfallen. Die Gefahr besteht rechtlich durchaus und man weiß erst, wie es ausgeht, wenn das Landgericht in vielfachen Rechtsprechungen eine gefestigte Rechtsprechung entwickelt hat. So, dann können Sie sagen, Sie sehen das nicht so. Das ist ähnlich wie beim Gutachten von Herrn Schwab. Es gibt dazu verschiedene rechtliche Auffassungen und das wäre ein Problem gewesen. Das heißt, wir haben alles Interesse daran, den Mietspiegel möglichst mit einem großen Anteil kommunaler Wohnungen, die an der freien Preisbildung teilnehmen, deshalb mietspiegelberechtigt sind, auch teilhaben zu lassen. Der Bund könnte auch noch ein bisschen helfen, wenn er das Mietspiegelrecht endlich mal wasserdicht machen würde, dass wir nicht vom Landgericht oder vom Amtsgericht gelegentlich mal Prozesse verlieren, was mich genauso ärgert wie die Mieterinnen und Mieter. So, jetzt habe ich hier 1, 2, 3 Fragen und da hinten eine 4. Und dann gucken wir nochmal weiter, ob wir auch noch die 5. und 6. Ja. Ich weiß nicht, mein Name tut nicht zur Sache. Also ich erstmal eine Erklärung vorab. Mein Name ist Benjamin Martius, ich komme aus Steglitz-Zehlendorf. Ich bin der Erfinder der Piratenpartei, bin sozusagen der Architekt dieser Partei und bin heute den bitte? Zum schöner Wohnen kommen. Immer noch dabei? Ich bin nicht in dieser Partei, ich bin nur der Erfinder. Aber dazu könnte man später noch was sagen. Es soll ja zum Thema gehen. Ja, es geht zum Thema. Ich bin den kurzen Weg hier aus Steglitz-Zehlendorf, da wohne ich, hergefahren, um eben über dieses Thema hier zu reden. Und ich gehöre zu diesen sozialen Vermietern. Bei mir können Sie um die 5 Euro wohnen, zum Vergleich. Ist ja jetzt nicht so schlecht. Und es geht sozusagen, würden Sie, also vielleicht mehrere Fragen, ich hoffe, Sie können sich ein paar merken. Es kommt noch ein Projekt. Würden Sie in Zukunft vielleicht mehr für soziales Mieten oder Vermieten sozusagen tun als erstes? Das zweite, in Steglitz-Zehlendorf haben wir, da regiert ja Schwarz-Grün, ein Projekt, endlich der Felde Süd,
Park Range, falls Sie das kennen, müssten Sie Ihnen was sagen, das wird ja ausgebaut. Ist das nicht mehr sozusagen die Zukunft, dass wir rausbauen? Weil sonst, wie sollen Sie sonst sozusagen die Mieten sozusagen drücken oder dass sie nicht mehr so weit ansteigen? Also dass wir quasi nach Brandenburg, dafür müssen wir aber kooperieren sozusagen. Problem, da sind natürlich auch Felder, Naturschutz und so weiter. Und drittens würden Sie sozusagen mehr für, als Landesregierung, nächstes Jahr sind Wahlen, deswegen bin ich ja auch da, für soziales und ökologisches Bauen, Mieten, Vermieten sozusagen tun. Das wäre sozusagen für die nächste Legislatur und darüber hinaus vielleicht mal ein Ziel. Das wäre meine Frage oder meine Fragen. Also Schwarz-Grün war natürlich eine wunderbare Vorlage. Herzlichen Dank. Ja, ich habe ja so ein schönes schwarz-grünes... Ich habe so ein schönes schwarz-grünes Bauprojekt in Steglitz-Zehlendorf, wo man 120 hochpreisige Wohnungen bauen wollte und wo ich jetzt mühsam den Bezirk per Weisung davon überzeugen konnte, dass da 300 Wohnungen gebaut werden, dafür auch 120 Sozialwohnungen. Das ist vielleicht eher dem schwarzen Teil der Koalition zuzurechnen gewesen, dieses Politikfeld, aber ich bin der Meinung, wir müssen allen Teilen der Stadt einen Beitrag zum Wohnungsbau leisten, auch in Reinickendorf, Spandau und Steglitz-Zehlendorf, wo die Zahlen besonders niedrig sind, während die Innenstadtbezirke, wo es ja eh schon dicht ist, besonders viel Baugenehmigungen erteilen, auch grüne Bezirke wie Friedrichshain-Kreuzberg, aber auch andere Bezirke, wo andere Bezirksbürgermeister sind, wie Bezirk Mitte beispielsweise, um nur zwei zu nennen, um jetzt hier keinen zu vergessen. Ihre Frage nach Lichterfelde Süd? Das waren drei Fragen. Ja, ich bin ja noch... Ich muss ja kurz fahren, Entschuldigung. Also Lichterfelde Süd. Wir müssen auch wieder auf größeren Flächen bauen. Vor allen Dingen auch landeseigene Flächen. Deshalb bin ich dafür, dass die Elisabeth Auer auch ordentlichen Wohnungsbau bekommt. Deswegen müssen wir in Tegel Wohnungen bauen. Wir werden auch über weitere landeseigene Flächen in Berlin diskutieren müssen, auch wenn sie kontrovers sind, weil auf landeseigenen Flächen können wir relativ preisgünstig bauen, weil das Grundstück nicht nur extra bezahlt werden muss. Wir müssen auch mit Brandenburg noch stärker kooperieren. Wir arbeiten da bereits dran. Wir haben mit den Brandenburgern gemeinsam im kommunalen Nachbarschaftsforum eine Verabredung getroffen, dass wir mal die Wohnungsbaupotenziale im Umland ermitteln. Da gibt es noch ganz viele, auch ganz viele Baurechte. Die kommen noch alle aus den 90er Jahren. Und wir stellen fest, die Menschen wandern ja erheblich im Umfang auch wieder ab. Im letzten Jahr sind 9.200 Berlinerinnen und Berlinern netto ins Berliner Umland abgewandert. Das hat was mit unserem Wohnungsmarkt zu tun. Weil sie hier keine Wohnung gefunden haben, was sollen sie machen? Haben sie sozusagen Falkensee, Potsdam, Teltow, gibt viele Orte, wo sowas stattfindet. Und wir werden auch in Kooperation mit dem Umland weiterarbeiten müssen, auch wenn wir den einen oder anderen Steuerbürger dadurch verlieren, was unserem Haushalt nicht gut tut. Aber wir können möglicherweise nicht alle Probleme allein in Berlin lösen. Und wir sind eh ein Wohnungsmarkt, wer mal in die S-Bahn steigt, morgens nach Potsdam hin und zurück, sieht ja auch, dass dieser eine Wohnungsmarkt in Massen, in überfüllten S-Bahn-Zügen sich heute schon ausdrückt. Insofern ist die Kooperation mit dem Umland sehr wichtig. Und was die Frage der Kosten betrifft, wir müssen in allen Bezirken aus meiner Sicht auch Sozialwohnungen bauen, auch in den Bezirken, wo vielleicht die Wählerklientel es nicht so gerne sieht, weil in allen Bezirken muss es eine Möglichkeit geben, auch eine preiswerte Wohnung zu bekommen. Und zur Berliner Mischung heißt das, überall alle Menschen eine Chance haben, eine günstige Wohnung zu finden. Okay, ich mache hier vorne weiter und erinnere nur mal dran, dass auch Daniel Wesener und Ulrike Hamann da sind, die man auch was fragen darf. Wollt ihr? Nee? Dann. Herr Lüttke-Gahldrup, Sie haben, ja, tut mir leid. Hier sitzen im Raum eine ganze Zahl von Mieterinnen und Mietern aus der Koloniestraße. Sie sagten eben selber, sie haben uns angeschrieben und haben mitgeteilt, dass das Problem in der Koloniestraße angeblich gelöst sei. Deswegen möchte ich Sie fragen, ob Sie heute Abend hier erklären, dass das Land Berlin sämtliche Mietschulden, potenzielle Mietschulden, die auflaufen könnten, wenn sich die Rechtsauffassung, die Sie vertreten, nicht durchsetzt, übernehmen. Ja, und zwar vor folgendem Hintergrund. Nein, das ist eine ernst gemeinte Frage, eine absolut ernst gemeinte Frage. Und ich möchte Sie, bevor Sie antworten, auf zwei, drei Punkte hinweisen. Und zwar hier, wenige Meter hier von diesem Haus in der Kochstraße 16 bis 25, fußläufig erreichbar, gab es auch ein Objekt des sozialen Wohnungsbaus. Und dort war es nicht klar, ob das Kostenmietensystem gilt oder eben nicht gilt. Und es ist so gelaufen, dass der Vermieter Kostenmietenerhöhung ausgesprochen hat. Und
Räumungsklagen durchgeführt hat, letzten Endes die Mieterinnen und Mieter das Feld freiwillig geräumt haben, weil die Situation nicht geklärt war und potenzielle Mietschulden in fünfstelliger Höhe oder weiß der Kuckuck was drohten. Und dann hat der Eigentümer dort vor Ort hat erklärt, nachdem das Haus praktisch leer war, ich nehme die Klage vom Verwaltungsgericht zurück. Und es war evident, dass das auf Zeit gespielt wurde und das Ziel der Entmietung war erreicht. Und in diesem Zusammenhang geht aus Ihrem Brief nicht hervor, im Unterschied zu einem Brief der Investitionsbank Berlin, dass diese Sache noch nicht abgeschlossen ist, dass der Vermieter bis zum 20. November Widerspruch einlegen kann, dass Ihre Rechtsauffassung auf einem erstinstanzlichen Urteil beruht gegen den Bezirk oder im Zusammenhang mit dem Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg. Das heißt, da es auf diesem Sektor eine solche Rechtsfrage ist noch nie entschieden worden, durchaus möglich ist, dass das durch mehrere Instanzen geht und dann am Ende doch vielleicht die Zivilgerichte sagen, nein, nachdem das Verwaltungsgericht gesprochen hat, die Mieterhöhung gilt doch. Deswegen möchte ich Sie fragen, ist Ihr Brief dahingehend zu verstehen, dass für den Fall, dass Ihre Rechtsauffassung nicht durchdringt, Sie den Mieterinnen und Mietern erklären, dass die Mietschulden durch das Land Berlin übernommen werden. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, Sie haben eben gesagt, es sei völlig klar, wenn Ihre Rechtsauffassung richtig sei und es sich hier nicht mehr um ein Objekt des sozialen Wohnungsbaus handle, dann sei klar, dass die Miete höchstens 6 Euro ist. Ist Ihnen bewusst, dass die Mieterinnen und Mieter hier in diesem konkreten Fall eine wirksame Mietpreisklausel haben, wo sie unterschrieben haben, dass die höchstzulässige Miete als vereinbart gilt? Das bedeutet, dass die geschuldete Miete am 31. Dezember 2013 die Kostenmiete war. Nicht 12 Euro, sondern 15,60 Euro. Und ist Ihnen bewusst, dass es dazu keinerlei Rechtsprechung gibt, keinerlei Entscheidung und dass die Konsequenz, wenn der Vermieter diese Karte ziehen sollte, die wäre, dass nämlich 15,60 Euro in den Mietspiegel überwandert, weil das ist die Bestandsmiete, um die es geht. Und in diesem konkreten Fall, wenn sich diese Rechtsauffassung durchsetzen sollte, die Konsequenz ist, dass die Mietpreisbremse nicht greift, weil der Vormieter eine deutlich höhere Miete zu zahlen bereit war, als die ortsübliche Vergleichsmiete. Sprich, die sich die Situation dadurch gegebenenfalls sogar noch verschlimmert haben könnte. Ja, ich weiß nicht genau, wieso Sie jetzt klatschen und dazu klatschen, dass hier 15,60 Euro aufgerufen werden könnten. Ich finde auch nicht, es ist unsere Aufgabe, hier Cassandra zu spielen. Ich finde, es ist die Aufgabe, und das ist meine Aufgabe als Staatssekretär der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt, auf die Rechtslage hinzuweisen, auf die geltenden Gesetze hinzuweisen und darauf deutlich zu machen, dass wir die Rechtslage so sehen. Und das habe ich in dem Brief getan, damit zumindest ein Stück weit Sicherheit einsteht. Ich weiß wohl, dass ich keine Garantie, keiner kann hier eine Garantie übernehmen, auch nicht Herr Professor Schwab, wie ein Gericht entscheiden wird. Die werden ja immer wieder Menschen herangezogen und Meinungen vorgetragen. Ich weiß auch, was im Gesetz steht. Und das Gesetz ist da relativ eindeutig. Am 31.12.13 ist die Eigenschaft sozialer Wohnungsbau beendet. Das heißt, es gilt das BGB. Und es gelten die Miethöhenvorschriften des BGBs, die orientieren sich an der bestehenden Miete und an den Kappungsgrenzenverordnungen, die wir in Berlin erlassen haben. Insofern kann ich nur das sagen. Und es ist leider so im Mietrecht, dass der Staat nicht alles regeln kann, sondern bestimmte Dinge müssen die Mieterinnen und Mieter mit Hilfe der Mietervereine oder politischer Unterstützer notfalls auch vor Gericht gegen Eigentümer erstreiten, die sich aus meiner Sicht sehr bedenklich verhalten. Ich will auch mal deutlich sagen, wir haben in der Stadt eine ganze Menge Vermieter, die sich sehr ordentlich verhalten, nicht nur kommunale, auch eine Menge private, die sehr ordentlich mit ihren Beständen umgehen, sich fair und ehrlich verhalten. Es gibt aber auch leider andere, einige nennen sie schwarze Schafe, man könnte sie auch noch anders nennen, die das nicht tun. Und ich will ja sagen, moralisch finde ich das alles höchst bedenklich, was ihr
passiert. Und ich kann das auch nicht akzeptieren. Deswegen habe ich versucht, mit dem Schreiben auch so schnell es mir möglich war, die Mieterinnen und Mieter zu informieren. Und ich glaube, wir sollten ja nicht Cassandra spielen, sondern sollten unterstützen, wo wir unterstützen können. Und wo wir Unterstützung leisten können als Senat, wenn wir Unterstützung leisten. Okay, zwei habe ich noch. Eine war hier hinten. Geh ich mal hin. So, ja, ich werde jetzt nicht groß irgendwelche Namen nennen. Einmal bin ich ganz überrascht gewesen, also eine Fehlbelegungsabgabe gibt es gar nicht mehr, sozusagen Frage an alle, wie kann das passieren, wo doch eigentlich hinreichend bekannt war, dass der Wohnungsmarkt so ist, wie er ist, weil ich kenne es ja aus den 90ern noch und so und da gab es diese Fehlbelegungsabgabe noch und wer kommt auf so eine bekloppte Idee, das Ding abzuschaffen? So, dann denke ich mal, also wir haben leider wirklich das Phänomen, dass halt Altbauwohnungen entmietet werden und dann als Eigentumswohnungen verkauft werden. Und wir haben es, es geht nicht darum, es zu verhindern, sondern es ist einfach schon Fakt, dass es so ist. Und dann frage ich mich wegen der Kommunikationsstörung zwischen den Parteien oder auch innerhalb der Parteien, ja, ich meine, wer ist denn jetzt der Gesetzgeber? Ich als kleiner Mensch kann jetzt keine Gesetze machen. Und nur haben wir die Parlamente mit Gesetzgebung und hoffentlich gut ausgebildeten Juristen. Und wie gesagt, Anfang der 90er, ich weiß gar nicht, wie man jetzt so überrascht sein kann. Die Politik war damals schon irgendwo ziemlich daneben und das Ergebnis sehen wir jetzt. Ne? Und noch ein kurzer Punkt eben auch nochmal. Man hat unheimlich viele Plattenbauten zurückgebaut. Man hat auch woanders, also auch Zentralhäuser zurückgebaut, abgerissen. Und jetzt auf einmal sagen wir haben zu wenige Wohnungen. Also ich weiß nicht, was ist denn das für ein Schwachsinn? Also tut mir leid, ja. Dankeschön. Konkret ging es um die Fehlbelegungsabgabe, warum die abgeschafft wurde. Wer auf die Schnapsidee kommt, weiß das einer? Ich kann jetzt erläutern, das ist ja nun kein Geheimnis. Ich meine, ich bin nun wirklich nicht dafür verantwortlich gewesen, die Politik sich hier drückt. Die Fehlbelegungsabgabe war immer umstritten, weil natürlich in den Quartieren mit teilweise schwieriger Sozialstruktur, die dazu geführt hat, dass diejenigen, die den Aufstieg geschafft haben oder da immer schon gewohnt haben und trotzdem mehr Geld verdient haben, das sind aber immer sozial, immer müssen sie wenig gehabt, sonst hätten sie kein WBS gekriegt. Sie hatten ein WBS, haben den Aufstieg geschafft, haben mehr Geld verdient. Man wollte verhindern, dass aus diesen Quartieren diejenigen Menschen weggehen, denen es etwas besser geht, um die soziale Mischung zu unterstützen. Das ist ein durchaus nicht ganz unplausibler Vorgang. Dass wir natürlich heute in Sozialwohnungen ein Drittel von Menschen haben, die mehr verdienen als im WBS, führt dazu, dass wir ein Drittel weniger Sozialwohnungen haben für Menschen, die wenig Geld verdienen. So ist die Situation. Wenn die Politik sich traut, da was dann zu ändern, ich bin nicht dagegen. Es wäre übrigens auch nochmal ein weiteres Argument, ich glaube, das haben Sie vorhin einfließen lassen, sich diesen ganzen alten sozialen Wohnungsbau nochmal genau anzugucken, denn in der Tat ist ja kein Geheimnis, es gibt eine ganze Reihe von Leuten, die da wohnen, die eigentlich nominell gar keinen Anspruch mehr haben auf eine Versorgung mit sozialem Wohnungsraum. Ansonsten will ich einen Hinweis loswerden. Ich glaube, das gehört auch in das Kapitel Fehler. Wir führen heute natürlich eine völlig andere Diskussion, als sie in den 90er Jahren geführt wurde. So, und da, klar, da kann man Politik für viele Fehler, für viele Entscheidungen, für viele Versäumnisse mit in die Verantwortung nehmen, aber ich glaube, wenn wir ganz ehrlich sind, natürlich gab es hier in den 90er Jahren eine Debatte unter dem Gesichtspunkt, beispielsweise, wir haben hier mehr oder minder Wohnraum und Flächen im Überfluss. Ja, gerade Flächen, landeseigene Flächen oder Gebäude, die nicht genutzt werden, Schulgebäude, die leer stehen und so weiter und so fort. Was können wir eigentlich sinnvoll damit machen? Und damals war man in Berlin mehrheitlich der Meinung, es ist sinnvoll, dass beispielsweise durch den Verkauf von solchen alten Liegenschaften oder Flächen ein Beitrag zur Sanierung des Berliner Haushalts geleistet wird, weil hohe Schulden und all das, was mit diesem Sanierungskurs einherging, nämlich sparen, sparen, sparen oder wie es mal ein Berliner Bürgermeister formuliert hat, sparen, bis es quietscht, ist jetzt auch nicht gerade das Sozialste. So, und heute sagen wir alle, um Gottes Willen, was haben wir da gemacht? Ja, Schulgebäude verkauft, so viele Schulen kann man heute gar nicht mehr in so kurzer Zeit bauen, wie wir sie brauchen, Liegenschaften verkauft, landeseigene, wo wir heute gerne sozialen Wohnungsbau machen würden und so weiter und so fort. Ich glaube, Politik muss vermutlich generell stärker in Kategorien von, sagen wir mal, Vorhaltesystemen denken, auch einer Flächenbevorratung,
Das ist, glaube ich, eine Lehre, die wir ziehen, denn wir haben momentan diesen Boom, aber auch da wurde vorhin schon darauf hingewiesen, wie das in 5 oder in 10 oder in 20 Jahren aussieht, weiß niemand. Und dann haben wir auch bestimmte Kieze, wo vielleicht heute die Kita oder die Schule fehlt, aber womöglich ist es in 50 Jahren irgendwie die Senioreneinrichtung. Also da hat man hoffentlich aus diesen 90er Jahren und aus diesen extremen Schwankungen, die wir in Berlin hatten, gerade auf dem Wohnungsmarkt, gerade was Zuzug, was Wegzug anging, gelernt und kommt da zu einer anderen Systematik. Eine Sache ist schon abgeschafft worden, nämlich das, was Herr Sarrazin ja erfunden hat mit diesem mehr oder minder Verkaufszwang, Liegenschaftspolitik, da sagt der Senat immer, haben wir umgesteuert. Ich würde sagen, da ist man auch noch dabei. Ja, zumindest ist es nicht mehr die Politik der 90er Jahre oder der frühen Nullerjahre, die ja nach dem Prinzip war, alles muss raus, ja, alles möglichst schnell verkaufen, möglichst zu hohen Preisen. Aber früher waren es eben auch günstige Preise, heute ärgern wir uns darüber. Ansonsten wird man wahrscheinlich auch mal eingestehen müssen, Hellseherinnen und Hellseher sind wir alle nicht. Ja, und wie der Wohnungsmarkt sich hier in 20, 30 Jahren darstellt, weiß auch niemand. Klar ist nur geworden, wir sollten aus diesen Fehlern der Vergangenheit alle gemeinsam lernen. Und da ist, glaube ich, beispielsweise das, was der Mietenvolksentscheid nämlich festschreibt, nämlich eine grundsätzlich soziale Orientierung einer öffentlichen Wohnungswirtschaft ein erster Schritt. Okay, ich bin Hellseher, ich sehe auf die Uhr und sehe, dass es eigentlich 9 Uhr ist. Ich habe eine Frage noch versprochen gehabt. Wollten hier irgendwo, ja, ne? Wollen Sie? Ja, dann machen wir die noch und dann ist Ende. Ja, hallo, mein Name ist Ute Dietzel. Ich bin sozusagen Betroffene aus dem Fanny Hensel Kiez von der Kostenmiete, relativ neu. Also wir haben bei uns steht an, dass wir über die Kostenmiete 13,71 Euro kann der Vermieter von uns verlangen. Tut er im Moment noch nicht. Wir haben gerade eine Mieterhöhung bekommen und wir haben uns als Haus sozusagen auch zusammengesetzt, überlegt, was können wir tun. Wir finden, dass der Vorschlag den Sie bekommen haben und auf den Sie jetzt geantwortet haben, eigentlich sehr vernünftig ist, diese Kostenmiete zu eine Schranke da einzuziehen, nämlich auf die tatsächlichen Kosten. Und ich finde, dass Sie haben ja darauf geantwortet, finde ich eigentlich sehr schade, das ist eine vertane Chance an der Stelle, da wirklich eine Schranke einzuziehen, gerade in Zeiten von niedrigen Zinsen. Kosten, dass ein Vermieter Kosten aufrufen kann, die er nicht hat, finde ich, ist nicht sozial, ist auch nicht mit dem Einfrierungsgrundsatz aus meiner Sicht vereinbar. Das Gesetz hatte etwas ganz anderes im Sinn. Und deswegen kann ich einfach auch Ihre Stellungnahme an der Stelle nicht verstehen, weil Sie dann sagen, gut, dann ist es halt freier Wohnungsmarkt. Obwohl wir eigentlich für diese Wohnungen noch bis 2042 sozusagen die Chance hätten, die in diesem, auch wenn sie nicht in die Förderung weggefallen ist, eine vernünftige Miete zu haben und die einfach so mir nicht, die nichts in angespannten Zeiten zu sagen, ma, ist es halt freier Wohnungsmarkt. Also ich will Sie auch nicht persönlich angreifen, ich finde es halt einfach nur schade und ich wünschte mir, Sie würden einfach noch mal drüber nachdenken, wir haben noch ein paar Tage Zeit, vielleicht doch den vernünftigen Vorschlag, da die Schranke einzuziehen, einfach auch zu nutzen. Ich will noch einen Satz sagen. Die rechtlichen Fragen werden wir uns noch mal sehr genau anschauen, das hatte ich eben ja schon gesagt. Aber ich will noch mal darauf hinweisen, dass gerade das, was im Mietausgleichssystem jetzt gemacht worden ist, mit dem Wohnraumversorgungsgesetz, was im Abgeordnetenhaus in der nächsten Woche zur Abstimmung stehen wird, gerade auch in solchen Fällen helfen wird. Das war ja ein großer Punkt auch unserer Gespräche, dass wir versucht haben, sicher eine nicht 100% für jeden zufriedenstellende, das weiß ich wohl, da sind auch die finanziellen Möglichkeiten des Landes auch begrenzt, aber gerade in den Fällen sind durchaus Mietausgleichsanträge sehr aussichtsreich. Ich kenne jetzt Ihren Einzelfall nicht, aber wenn es im Haus Menschen gibt, die ein geringes Einkommen haben, haben sie eine große Chance, von dem Mietausgleich auch deutlich zu profitieren.
So, wie fasse ich das jetzt zusammen? Ja. Ganz schwierig. Also ich hab gemerkt an diesem Abend, A, es liegt sehr viel im Argen und es gibt noch sehr viel zu tun. B, es gibt eine gute Mieterbewegung hier in der Stadt, die extrem was bewegt hat, noch längst nicht alles, was sie machen könnte. Und C, fällt mir ein, was Mieterbewegungen nur mal machen können und erreichen können. Da kann man ja auch mal in andere Städte gucken. Ich gucke da aktuell gerne nach Barcelona. Da gibt es seit Mai eine Bürgermeisterin, die heißt Ada Colau. Und die war vorher Initiatorin, Sprecherin, Kämpferin gegen Zwangsräumungen und für Mieteninitiativen etc. Und hat das mal eben gerockt. Geht auch. Also in diesem Sinne, guten Abend.